Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zu dieser dritten Masterclass für den Schweizerischen Schachbund. Heute werden wir über ein besonderes Thema sprechen, aber zuerst möchte ich noch einige Worte auf Französisch sagen für unsere Zuschauer aus der französisch sprechenden Schweiz. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette troisième masterclass qui va se dérouler en allemand. C'est pour ça que je vais maintenant changer de nouveau la langue après ces quelques mots de bienvenue. So, das ist nun mal gesagt. Heute das Thema ist Eröffnungen, aber das heutige Video ist sicher nicht Ihr übliches Eröffnungsvideo, wo wir in Länge über Varianten sprechen werden und uns ein Repertoire anschauen möchten. Nein, das ist ein bisschen anders. Es wird vielleicht ein bisschen anspruchsvoller sein, für mich vielleicht, für Sie vielleicht auch. Auf jeden Fall werden wir heute die Züge erklären und die Pläne, und zwar von den ersten Zügen an der Partie. Und ich glaube, das ist oft wichtig, weil viele Spieler, viele Trainer vergessen das oft zu sagen, zu erklären. Die steigen direkt rein ab dem 8. Zug, 10. Zug der Partie mit dieser oder jener Eröffnung. Und oft werden Grundprinzipien, Ideen vergessen. Deshalb werden wir heute das ein bisschen gründlicher erklären. Dieses Video eignet sich für Anfänger, aber nicht nur, auch für Sie, erfahrene Clubspieler, können Sie etwas lernen über das Thema des Tages. Grundidee ist, über D4 zu sprechen und die meisten Eröffnungen, die aus dem Gebiet D4, erstens D4 kommen. Aber natürlich werden wir zuerst eine allgemeine Besprechung machen über die ersten Züge der Partie. Und bevor man sich überhaupt Züge anschaut, werden wir über die Bedeutung, über den Sinn der Eröffnungsphase sprechen. Was hat die Eröffnung für eine Bedeutung in der Schachpartie? Ist es nur einige Züge, die man auswendig lernt und dann viel Glück für die Partie? Oder hat es einen tieferen Sinn? Hat es eine Verbindung zum Mittelspiel und zum weiteren Verlauf der Partie? Das ist eher der Fall. Und man kann auch sagen, dass die Hauptprinzipien der Eröffnung sich widerspiegeln dann im Mittelspiel. Zum Beispiel die Entwicklung der Figuren in der Eröffnung bedeutet eigentlich im Mittelspiel die Aktivität der Figuren. Schafft es man, die Figuren richtig und gut zu entwickeln, dann hat man im Mittelspiel aktive Figuren, gut postierte Figuren, die schön harmonieren. Okay, die Rochade ist auch ein Entwicklungszug an sich, aber was man erreichen will, ist einerseits die Sicherheit des Königs, nicht mehr im Zentrum, sondern in der Ecke oder in der Nähe der Ecke. Und zweitens natürlich auch die Aktivität einer Figur des Turmes, die zusammen mit dem König rochiert. Die beiden Türme werden verbunden. Das gehört eigentlich zur allgemeinen Koordination der Figuren. Um die Kontrolle des Zentrums. Was heißt das im Mittelspiel? Eigentlich Raum. Schafft es man, ein schönes Zentrum zu haben, viele Aktivitäten im Zentrum, sei es mit den Bauern oder mit den Figuren, dann heißt es, man hat mehr Raum. Oder eben nicht, wenn man das nicht schafft. Also alles widerspiegelt sich im Mittelspiel, das heißt, die Verbindung ist ganz, ganz klar da. Im letzten September 2019 besuchte Karpov Luxemburg, wo ich eigentlich wohne. An einem Tag gab er zuerst eine Simultan und dann gab es auch eine Pressekonferenz, eigentlich ein Gespräch für das Publikum, wo ich Moderator war. Und gegen Ende des Gesprächs gab es natürlich Fragen vom Publikum und ein junger
Ein Junge fragte Karpov, welche Eröffnungen können Sie empfehlen? Und die Antwort von Karpov war ziemlich lang, aber ich glaube, der wichtigste Satz in seiner Antwort war eigentlich, dass die Eröffnung eigentlich nur ein Mittel ist, um die gewünschte Stellung im Mittelspiel zu erreichen. Welche Stellungen hat man gern? Wo fühlt man sich gern? Was will man für eine Bauernstruktur spielen, zum Beispiel? Und wenn man das eigentlich übersetzt oder in anderen Worten sagt, heißt es, man sollte sich zuerst fragen, welche Art Stellungen, Mittelspielstellungen, meistert man am besten, beherrscht man am besten, wo fühlt man sich am besten, was will man erreichen? Hat man es lieber anzugreifen oder spielt man eher rückhaltender? Möchte man eine geschlossene Bauernstruktur haben oder ein offenes Zentrum? Das sind Fragen, die natürlich ganz am Anfang, wenn Sie die Züge lernen, die Regeln lernen, nicht beantworten können. Dafür braucht man ein bisschen Erfahrung, Praxis, wahrscheinlich schon einige Jahre einige Turniere gespielt zu haben, einige Jahre Erfahrung, um zu bestimmen, was man für einen Stil hat, Spielstil, eben aggressiv, rückhaltend und so weiter. Und somit kann man eigentlich sagen, dass wenn man am Anfang, und das kann ich jetzt mit einer kleinen Stellung zeigen zuerst, was wäre die weiße Traumstellung, wenn man jetzt 10 Züge oder so hintereinander spielen könnte mit Weiß. Man möchte natürlich mit E4 und D4 das Zentrum nehmen mit den Bauern. Man möchte sich entwickeln. Natürlich, wenn man noch weitere Bauern nach vorne ziehen könnte, wäre das schön. Aber sagen wir, wir möchten uns entwickeln. Beide Springer hier, Läufer auf C4, Rochade natürlich. Der andere Läufer geht auch irgendwo hinaus, könnte sein G5. Und dann wird man die Türme ins Zentrum bringen, einen Damenzug machen und den anderen Turm zum Zentrum bringen. Das wäre eigentlich eine ideale Aufstellung, das ist gar nicht die einzige gute Aufstellung, die man haben kann. Und ab hier, wenn man alles schön aufgestellt hat, fängt man einen weiteren Plan zu haben. Das natürlich hängt davon ab, wie sich Schwarz aufgestellt hat und natürlich, die Antworten von Schwarz kommen auch vom ersten Zug an. Das heißt, man schafft es nicht immer, so etwas zu haben. So, man kann eigentlich, wenn man vom Spielstil spricht, ist es natürlich nicht einfach, das sofort zu bestimmen. Das habe ich vorher erklärt. Und für Jugendlichen empfiehlt es sich normalerweise, aktiv zu spielen, aggressiv zu spielen. Ein junger Spieler oder ein Anfänger muss am Anfang lernen, gut zu rechnen. Er muss die Variantenberechnung üben, damit sich das auch im Mittelspiel zeigt und im Endspiel zeigt. Und viel rechnen kann man in komplizierten Stellungen, logischerweise, und weniger in einfachen Stellungen. Deshalb komplizierte Stellungen, wo man angreifen kann, kommen eher aus aggressiven Eröffnungen. Und deshalb für Jugendliche empfiehlt es sich normalerweise eher auf Angriff zu spielen. Das macht normalerweise auch mehr Spaß. Und zum Beispiel E4 gegen E5 kann man, gut, für ganz Anfänger natürlich Springer F3, Springer C6 ist auch nicht schlecht, damit man die Grundprinzipien, Entwicklung, Rochade und so weiter lernen kann. Und dann zum Beispiel können Sie im Italienisch das Evans Gambit versuchen, wenn Sie jung sind. So etwas empfiehlt sich zum Beispiel. Ja, der Schwarze nimmt und man gewinnt Zeit für die Entwicklung. Dann nimmt man auch noch das Zentrum mit D4. Man rochiert natürlich sehr bald und man spielt auf Angriff mit Bauern Opfer. Wenn man Schwarz hat, vielleicht auch sogar etwas später nach E4, E5, kann man auch F4 spielen, das Königsgambit, auch sehr interessant, um auf die Initiative zu spielen, auch das Zentrum sehr schnell zu besetzen, die Figuren schnell zu entwickeln und vielleicht auch angreifen zu kommen. Darüber haben wir übrigens am Freitag gesprochen, in der zweiten Masterclass mit Daniel King, der eine DVD über Königsgambit gemacht hat.
eine ganz, also vor kurzem, ja, das ist keine alte DVD, also er belebt diese Eröffnung nochmals. Mit Schwarz können Sie natürlich auch gut E5 machen oder auch C5. Das ist jetzt nicht ganz für Anfänger vielleicht, aber ich würde das empfehlen, wenn Sie dann ein bisschen mehr eine bessere Vorstellung haben der Eröffnungen und was man machen kann. Aber C5 eignet sich eigentlich für Jugendlichen. Da kann man auch gut auf Angriff und Komplikationen spielen. Gegen D4, natürlich D4 können Sie auch gut mit Weiß spielen, dann müssen Sie nicht E4, aber wenn Sie Schwarz haben, dann können Sie sich zum Beispiel das Wolga-Gambit vorstellen, als keine schlechte Waffe. Wieder ein Opfer um die Initiative, zum Beispiel das Wolga-Gambit, Entschuldigung, habe ich gespielt, bis ich ungefähr 16 war, also ungefähr 2200. Damals gab es weniger Theorie, aber trotzdem, man kann es spielen bis zu einem gewissen Niveau. Dann habe ich mit 2-2 angefangen, gegen wirklich starke Spieler zu tun zu haben und es wurde schwieriger und dann habe ich mit Wolga Gambit aufgehört und mit solideren Eröffnungen angefangen. So, das wäre mal meine Vorschläge und Ratschläge für Jugendlichen oder Anfänger, wenn man wirklich am Anfang beginnen möchte, dann eher mit aggressiven Eröffnungen. Aber kommen wir vielleicht zu dem allerersten Zug der Partie zurück und vergleichen wir ein bisschen E4 und D4, bevor wir uns dann auf D4 wirklich konzentrieren. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man schon jetzt die Ideen des allerersten Zuges erklärt, auch die Nachteile. Darüber kommen wir dann. Wenn man E4 zieht, möchte man die beiden Figuren am Königsflügel, Springer G1 und Läufer F1, so bald wie möglich entwickeln. Und wenn man zählt, dann kann man schon theoretisch im vierten Zug rochieren. Nach Springer F3, Läufer zieht und Rochade kommt schon im vierten Zug. Das ist ein großer Vorteil von E4. Man kann den König sehr schnell in Sicherheit bringen und sich dann vielleicht um den Damenflügel kümmern, natürlich auch um das Zentrum. Natürlich, wie gesagt, früher bei der idealen Vorstellung der Eröffnungsstrategie, die ich gezeigt habe, möchte man D4 ziehen. Das wäre der ideale zweite Zug. Und Schwarz kann das natürlich verhindern, muss es nicht, aber er kann das mit E5 verhindern oder mit C5, zum Beispiel sagen wir E5, Springer F3, Springer C6 und wie man sieht, geht es hier schon ein bisschen um einen Kampf, um ein gewisses Feld, D4. Schwarz möchte nicht erlauben, dass Weiß ein Bauernzentrum, ein Bauernduo bildet, weil auf D4 wird E nimmt D4 folgen. Und Weiß bestrebt sich natürlich jetzt, da D4 momentan erschwert ist, beschwert sich natürlich sich zu entwickeln und dann zu rochieren. Springer C6, dann kommt der Läufer raus, das ist egal auf C4 oder B5 und er wird rochieren. Wie gesagt, D4 kann auch mit C5 erschwert werden. Auch hier erlaubt Schwarz kein Bauernduo, die Bildung keines Bauernduo hier im Zentrum. Und nach Springer F3 wird sich auch Schwarz dann entwickeln. Der kleine Unterschied zu E5 ist, dass Weiß jetzt gerne trotzdem D4 spielen möchte, zum Beispiel nach D6. D4 nimmt und alle Figuren können schnell entwickelt werden. Bei Schwarz eher langsamer, weil Sie sehen, schon noch im vierten Zug kann dieser Läufer noch nicht ziehen. Das wird bald kommen. Zum Beispiel hier kann man E6 oder G6 spielen und dann den Läufer entwickeln. Aber wenn man Sizilianisch spielt, ist das wie gesagt eher auf Kampfansage. Und die Strategie kann Schwarz auch anders am Anfang gestalten, indem er gegen D4 nichts einzuwenden hat und zum Beispiel E6, D6, C6 einen Bauern auf der sechsten Reihe aufstellt und dann wird D4 erlaubt.
Aber die Idee ist, dass man ziemlich schnell kontert mit D5. Über solche Strategien kommen wir dann sowieso zurück, wenn man über D4 spricht. Jetzt der Nachteil von E4, weil alles sieht so schön aus bei E4, aber es gibt natürlich auch Nachteile. Der allererste Nachteil von E4 ist, dass dieser Bauer auf E4 nicht gedeckt ist. Das heißt, Weiß kann ihn direkt angreifen, wenn er das will, zum Beispiel mit Springer F6, ein Zug wie ein anderer, das ist die eigentliche Verteidigung, etwas ungewöhnlich, zumindest auf dem höchsten Niveau. Aber man muss auch diesen Bauer nicht sofort angreifen. Man kann E5 ziehen, wie gesagt, Springer F3 greift übrigens E5 an, weil wenn ich jetzt über Nachteil von E4 rede, ich komme gerne zurück zu E4, man sollte nie vergessen, dass im Schach, in der Schachpartie, hat jeder Zug einen Nachteil. Es mag manchmal wichtig sein, manchmal irrelevant, aber man sollte nie vergessen, jeder Zug hat einen Nachteil. Und wenn man sich während der Partie nach jedem Zug des Gegners sich zum Beispiel 10 Sekunden nimmt, um zu versuchen zu bestimmen, was der Nachteil des Zuges ist, dann kann es oft helfen, irgendwie die Gedanken richtig zu führen. Aha, dieser Läuferzug, naja, er stand auf E7, jetzt steht er irgendwo, er deckt nicht mehr das Feld G5. Jetzt kann ich vielleicht Springer G5 ziehen. Oder nicht. Aber eben, man versucht die Nachteile zu bestimmen und oft kann das helfen. Auch bei den eigenen Zügen sollte man diese Sache nicht vergessen, denn jeder Zug, wie gesagt, schwächt ein Feld. Zum Beispiel ein Bauernzug hat schwerwiegende oder kann schwerwiegende Konsequenzen haben. Der Bauer kommt nicht zurück, kann nur nach vorne oder bleiben, aber kann nicht zurückkommen. Und zum Beispiel, wenn man hier E4 zieht, wie gesagt, dann kann der E-Bauer nicht mehr die Felder F4 und D4 kontrollieren. Nun, ist das wirklich ein Problem? Jein. Direkt kann Schwarz das nicht ausnützen, aber zum Beispiel mit dem Zug E5 kann jetzt Schwarz direkt sagen, er hat F4 und D4 unter Kontrolle. Direkt. Und es ist schwieriger, F4 zu ziehen, es ist schwieriger, D4 zu ziehen. Und es ist wie ein Spiegel natürlich. E5 hat auch Nachteile. Auf der Seite von Schwarz natürlich, der Bauer auf E5 hängt und die Felder D5 und F5 sind ein bisschen geschwächt. Genau das Gleiche, das ist symmetrisch. Mit Springer F3 versucht man einen Nachteil des letzten Zuges auszunutzen. E5 hängt. Schwarz deckt das, aber er kann auch versuchen, auf Gegenangriff zu spielen. Mit Russisch oder Petrov-Verteidigung. Springer F6. Beide Springer greifen den gegnerischen Bauern an. Und wenn man so überlegt oder wenn man sich dieser Sachen bewusst ist, dann versteht man eigentlich die ersten Züge der spanischen Partie, zum Beispiel Springer C6 deckt E5, Läufer B5 macht wieder Druck auf E5, weil vielleicht Läufer nimmt C6 in der Luft liegt. Und Schwarz kann hier verschiedene Züge spielen. Er kann auch sagen, dass diese weiße Drohung keine echte Drohung ist und zum Beispiel A6 machen. Wenn man jetzt Springer nimmt E5, nicht vergessen, den Nachteil des ersten Zuges, E4 hängt und auch der Springer auf E5. Schwarz gewinnt den Bauern zurück und steht völlig in Ordnung. Also Weiß kann hier den Bauern nicht schlagen. Und die Partie geht so weiter. Aber man versteht, wenn man sich so eigentlich mit Sätzen, mit Worten auseinandersetzt, versteht man die Strategien viel besser. Jetzt zu D4. Ich glaube, über E4 hat man genug gesprochen, die Ideen und die Nachteile erklärt. Und kommen wir vielleicht zum Hauptthema des Tages, weil das ist D4. Mit D4 hat Weiß eine andere Strategie wie bei E4. Ich möchte jetzt nicht sagen, das sind zwei total verschiedene Strategien, weil eigentlich möchte man auch das Zentrum kontrollieren, möchte man auch sich entwickeln und so weiter. Aber zum Beispiel, wenn man über Entwicklung spricht, wird es mit Weiß ein bisschen langsamer gehen, bevor man kurz
rochieren kann. Logischerweise, der Läufer F1 kann noch nicht ziehen. Das heißt, man wird sich entscheiden müssen später, ob E3, G3 und einen Zug zu ziehen für den Läufer. Aber das könnte ein bisschen mehr Zeit nehmen. Gut, D4 im Gegensatz zu E4, der Bauer auf D4 ist gedeckt von der Dame. Das ist schon etwas Schönes. Man kann den Läufer jetzt entwickeln von C1 und man hat ganz klar eine Kontrolle. Ups, das war nicht absichtlich gemacht. Man hat hier eine gute Kontrolle über ein anderes Zentrumsfeld, E5. Aber D4 hat auch einen großen Nachteil. Ich unterstreiche hier großen Nachteil. Das ist das Feld E4. Er wurde geschwächt, wie man weiß, das ist der Nachteil von D4, also der Bauer kann nicht zurück nach D3, um hier E4 zu schützen oder zu kontrollieren. Und diese Kontrolle von E4 wird eigentlich in sehr vielen Eröffnungen von Schwarz eine sehr wichtige Rolle spielen, weil Schwarz wird sich bemüht sein, jetzt dieses Feld zu verriegeln, überhaupt nicht E2, E4 zu erlauben. Und das kann er jetzt mit natürlichen Zügen machen. Natürlich D5, der erste Zug des Damengambits oder slawischen Verteidigung. Er kann das auch aber mit einem anderen Bauernzug machen, das ist F5, holländisch. Mit F5 kontrolliert er auch das Feld E4. Es gibt einen Nachteil, einen ziemlich großen Nachteil natürlich. Der Königsflügel wurde ein bisschen geschwächt, aber gut, ich werde nicht weiter in Details gehen, weil holländisch berücksichtigen wir ein bisschen später, Entschuldigung. Und noch ein wichtiger Zug, gerade am Anfang, das ist Springer F6, ein sehr flexibler Zug, der auch natürlich um die Kontrolle von E4 kämpft. Nach D4, jetzt unwichtig, ob Schwarz D5 oder Springer F6 zieht, kommt in der Regel C4. Das muss nicht sein, man kann auch sich mit dem Springerläufer C1 entwickeln, das ist ein bisschen rückhaltender, aber eigentlich jeder typische D4-Spieler wird dann C4, das kann sein im zweiten oder im dritten Zug, ziehen. Und der Sinn von C4 ist, dass man logischerweise jetzt dank dieser Spannung hier D5 und C4 möchte Druck auf D5 machen. Man möchte gerne, dass der Bauer D5 verschwindet, zum Beispiel im Fall von den im C4. Deshalb heißt diese Eröffnung Damen-Gambit. Man opfert einen Bauern und jetzt kann Weiß, wenn er das möchte, das Zentrum mit E4 besetzen. Man wird sehen, dass alles nicht so rosig ist, wie es aussieht. Es ist eine Hauptvariante im angenommenen Damen-Gambit. Das besprechen wir ein bisschen später. Aber was wir möchten hier betonen, die Idee von C4 ist es, um das Zentrum zu kämpfen. Auch bei Springer F6 zieht Weiß in der Regel C4. Die Idee ist hier nicht nur, dass man D5 kontrolliert, das ist zwar der Hauptgrund, aber dann kann man natürlich auch schön Springer C3 ziehen und die Dame findet vielleicht ein schönes Feld auf C2, um wieder E4 kontrollieren zu können. So, ich glaube, man hat ungefähr die Ideen von den beiden Hauptzügen gesehen. Man hat auch die Nachteile von den beiden Hauptzügen gesehen. Und wichtiger Hinweis natürlich, dass ich am Anfang vergessen habe zu sagen, natürlich, Sie haben hier auf YouTube in dieser Sendung einen Chat auf der rechten Seite. Können Sie jederzeit Fragen stellen, Bemerkungen. Ich werde auch im Verlauf der Masterclass Beispiele zeigen. Haben wir noch nicht zu viele, aber Partiebeispiele, Kombinationen zeigen.
Da werde ich euch ein bisschen herausfordern mit Fragen. Da können Sie dann auch im Chat sprechen. Also ich sehe schon einige Kommentare. Hallo zusammen für all diejenigen, die guten Abend gesagt haben. Und vielen Dank natürlich für die Aufmerksamkeit. Aber jetzt gehen wir weiter und wir werden im Licht der erklärten Ideen von D4 die zwei Hauptstrategien erklären, die Schwarz am Anfang der Partie hat. Und diese zwei Strategien kann man eigentlich mit einem oder zwei Sätzen zusammenfassen. Schwarz kann direkt um die Kontrolle von E4 kämpfen, versuchen, das Feld gut zu kontrollieren und natürlich E2, E4 zu verhindern. Oder Schwarz kann sagen, mir ist es egal, ob Weiß zu E4 kommt, ich werde mich entwickeln und dann gegen das Zentrum angreifen oder gegen angreifen. Ich werde versuchen, das Zentrum aufs Korn zu nehmen. Das sind die zwei Grundpläne, die Schwarz zur Verfügung hat. Unwichtig, ob man jetzt königsindisch, damenindisch, Damengambit, es kommt in einer der zwei Kategorien. Schauen wir uns zuerst an, so wieder zusammengefasst, bevor man mehr in Details geht, wie Schwarz direkt um das Feld D5 kämpfen kann. Man hat schon D5, F5 und auch Springer F6 erklärt, aber es kann ein bisschen variieren. Zum Beispiel F5, das ist eine Eröffnung, die ziemlich populär war vor circa einem Jahrhundert. Und es ist nicht völlig außer Mode gegangen eigentlich. Aber damals spielten wirklich Koryphäen holländisch. Aliakhin, Öive zum Beispiel in ihren Wettkämpfen. Botvinnik später war ein großer Fan von Holländisch bis zu seinen Kämpfen auch gegen Bronstein zum Beispiel hatte man viele holländischen Partien. F5 ist eine ziemlich aggressive Eröffnung. Wie gesagt, es ist auch eine anspruchsvolle Eröffnung. Man kämpft wirklich um das Feld E4 mit diesem kompromisslosen Zug. Denn wie früher erklärt, hat man ein bisschen Felder geschwächt hier auf F7. Das heißt, wenn man später kurz rochiert, könnte es ein Schach geben. Aber das ist nur, nicht nur, es geht nicht nur um ein Schach. Es ist auch ein bisschen später, dass die Nachteile im Vordergrund kommen können. F5, dann will man sich entwickeln mit Springer F6 und ganz gut um dieses Feld E4 kämpfen. Mit Springer F6, wie man das früher auch gesagt hat, dann nach C4, E6, das ist, was man eigentlich klassische Eröffnungen nennt. Das kann zum Nimso-Inder führen oder zum Damen-Inder führen. Das werden wir auch berücksichtigen. Auch hier möchte Schwarz um E4 kämpfen. Und natürlich mit erstens D5, das hat man auch gesagt, und nach C4 jetzt eher den Bauern D5 befestigen mit entweder E6 oder mit C6. Also D5 gut verteidigen und sich dann später entwickeln und sicher sein, dass Weiß nicht zu E4 kommt. Die andere Strategie jetzt zusammengefasst, sind Varianten, wo Schwarz im zweiten Zug nichts eigentlich unternimmt, um E4 zu kontrollieren. Das kann sein normalerweise G6, Springer C3 und Läufer G7. Ich glaube, das ist der größte Vertreter dieser Kategorie ist Königsindisch. Denn mit Königsindisch zeigt man ganz klar, dass Weiß E zu E4 kommen kann. Und später wird man natürlich gegen das Zentrum kämpfen. Das schauen wir uns später an. Aber wie Sie sehen hier auf dem Bild, ganz klar, nach E4 hat Weiß sein Bauernzentrum gebildet. Ich sehe eine Frage
von Matthias Lobmeier. Vielen Dank. Gibt es solche Gambits in Holländisch? Ja. Und wir werden Holländisch ein bisschen näher berücksichtigen später, wenn wir über diese Eröffnung dann sprechen. Natürlich, es gibt noch andere Eröffnungen, zum Beispiel Grünfeld. Man könnte sagen, ja, Grünfeld, Schwarz spielt D5 im dritten Zug, das heißt, er kämpft hier um E4 direkt, aber der Bauer auf D5 ist nicht genug befestigt, sozusagen, um die weißen Felder D5 und E4 gut zu kontrollieren. In anderen Worten, Weiß kann hier schlagen, kein Bauer kann zurückschlagen, also springen im D5, und wenn Weiß jetzt das möchte, kann er E4 spielen. Man nimmt normalerweise auf C3, BC. Ein unerfahrener Spieler, der das zum ersten Mal sieht, könnte denken, aber Schwarz hat irgendeinen Blödsinn gemacht. Er hat das Zentrum gegeben, D4 ist auch sehr schön befestigt von C3. Wo liegt eigentlich das Gegenspiel von Schwarz? Nun, das besprechen wir auch später, wenn man über Grünfeld redet. Und wenn ich noch zum zweiten Zug zurückkomme, ein bisschen berücksichtigen werden wir auch Benoni, C5, D5, E6, Springer C3. Das ist auch so eine Eröffnung, die nicht wirklich um das Feld E4 kämpft, denn Weiß kann das jetzt spielen mit E4, aber natürlich hat Schwarz hier auch seine Ideen und seine eigenen Pläne. So, das wäre ungefähr zusammengefasst die zwei Hauptstrategien. Und ich komme ein bisschen zurück zu dem, was ich früher gesagt habe. Was möchten Sie im Mittelspiel haben? Welche Art Stellungen möchten Sie haben? Möchten Sie eher so etwas haben, wo Sie dem Gegner freiwillig das Zentrum gegeben haben? Oder möchten Sie eher um das Feld E4 kämpfen? Man merkt auch übrigens hier oder im Königsindisch nach E4, dass Schwarz etwas weniger Raum hat. Da muss man sich auch gut fühlen in Stellungen, wo man ein bisschen auf drei Reihen spielen muss. Das ist nicht für jeden, für jede Person, ja, und den Geschmack. Bei D5 im ersten Zug zum Beispiel oder anderen Eröffnungen, die um E4 kämpfen, dann hat man eher Raum, ein bisschen mehr Raum. Übrigens, im ersten Zug kann man auch E6 spielen auf D4. Das berücksichtigen wir nicht weiter in Details. Da kann Weiß zum Beispiel E4 spielen, das wäre französisch. Oder C4, B6, das war übrigens ein bisschen das Thema von letzten Freitag, wo Daniel King über diese typische englische Eröffnung sprach, also Englisch jetzt nicht im Sinn die englische Eröffnung, sondern eine Eröffnung, die in England sehr populär war. Und auch hier natürlich kann Weiß das Zentrum mit E4 nehmen. So, fangen wir an, ein bisschen jetzt über jede Eröffnung ein bisschen näher zu sprechen. Und ich denke, man sollte mit dem Damengambit anfangen. Und das heißt, wir werden mit der ersten Kategorie beginnen, also die Eröffnungen, die direkt um E4, um die Kontrolle von E4 sprechen. Das Damengambit kann man, wie man früher besprochen hat, entweder annehmen mit den im C4 oder ablehnen mit E6. Das sind die zwei ersten Züge bei Schwarz, die zum abgelehnten Damengambit führen. Wenn man jetzt wieder über Nachteile sprechen, der Zug von E6 hat eine klare Idee, D5 befestigen, hat aber auch einen Nachteil, ganz klar, dass dieser Läufer jetzt blockiert ist. Der Läufer C8 kann sich nicht nach G4 oder F5 entwickeln. Er hat ein bisschen mehr Mühe. Er will nicht unbedingt nach D7, weil das wäre kein schönes Feld für ihn. Das heißt, Schwarz wird ein bisschen in Rückstand geraten, was die Entwicklung angeht, im Prinzip. Gut, das ist sowieso eine Frage, die Schwarz später beantworten möchte, weil zuerst für ihn wichtig ist die Rochade. Und nach Springer C6, Springer F6, hier gibt es viele Varianten im Damengambit, zu viel
In Details möchten wir nicht gehen, aber man sieht trotzdem zum Beispiel mit dem typischen Zugläufer G5, dass Weiß weiterhin Druck ausübt auf die weißen Felder hier, auf die weißen Felder D5, E4. Nämlich wegen der Fesselung hier, also der Springer F6 kontrolliert sowohl D5 wie E4, er wird direkt gefesselt, das heißt, seine Wirkung wird begrenzt. Und Weiß hat noch keine Drohung natürlich, aber schon bessere Kontrolle. Und Schwarz wird in der Regel diesen Springer entfesseln mit Läufer E7. Und jetzt kommen wir zu normalen Entwicklungszügen. Man sollte mit Weiß natürlich die Entwicklung vom Königsflügel nicht vernachlässigen. Jetzt haben wir die beiden Figuren Springer C3 und schwarzfeldrigen Läufer entwickelt. Rochade, Springer F3. Es wird der Läufer von F1 bald ausgehen und die Rochade. Bei Schwarz, die Strategien sind ein bisschen verschieden, aber man sollte nicht vergessen, dass der Läufer C8 ein Problem stellt. Er muss sich entwickeln. Wie kann man das machen? Es gibt nicht nur eine gute Strategie. Man könnte zum Beispiel das sogenannte orthodoxe Damengambit spielen, Springer BD7, zum Beispiel zuerst Turm C1. Und ein Zug, der möglich ist, nicht der einzige, ist A6. Was mit A6 erreicht werden möchte, ist zum Beispiel auf Läufer E2 zu nehmen und jetzt mit B5 zu kommen. Der Läufer zieht, jetzt ist nicht so wichtig wohin, und Läufer B7. Und das Problem des Läufers ist sogar erfolgreich gelöst. Er besetzt eine schöne Diagonale hier und nach der Rochade kann man sogar zu C5 kommen und eine gewisse Befreiung der Stellung erreichen. Das ist ein typischer Plan im orthodoxen Damengambit. Was man auch machen kann, ist, bevor man den Springer B8 entwickelt, kümmert man sich um den Läufer mit B6. Man möchte ihn wieder flankettieren. Und nach Turm C1 zum Beispiel wieder Läufer B7. Später vielleicht kommt man wieder zu den im C4 und C5, wenn man das schön organisieren kann. Also, wenn man zusammenfasst, hier mit dem Zug E6 nimmt Schwarz einen gewissen Nachteil in Kauf. Der passive Läufer auf C8, der sich nicht aktiv entwickeln kann. Aber das Problem hofft er, ihm in der Übergangsphase zwischen der Eröffnung und Mittelspiel zu lösen, entweder mit B6 Läufer B7 oder sogar etwas aggressiver mit A6, den im C4, B5 und dann auch Läufer B7. Man wird sehen, dass Weiß auch im vierten Zug andere Ideen haben kann. Sehr populär heutzutage, ungefähr seit den 90er Jahren, ist die Entwicklung vom Läufer nach F4 anstelle von G5. Weiß versteht, dass diese Ideen mit Läufer G5 eigentlich neutralisiert werden und der Läufer auf F4 steht auch gar nicht so schlecht auf dieser Diagonale. Er hat eine gewisse Wirkung auf wichtige Felder wie zum Beispiel C7. Also das ist auch ein sehr populäres System heutzutage. Möglich ist auch, wenn man zurückkommt, die Abtauschvariante. C nimmt D5, E nimmt D5 und jetzt zum Beispiel wieder Läufer G5 mit der Fesselung. Dieser Abtausch auf D5 hat wieder Vorteile und Nachteile. Der Nachteil ist, dass Schwarz jetzt diesen Läufer wieder aktiv entwickeln kann auf G4 oder F5. Der Vorteil oder besser gesagt die Absicht von Weiß ist, dass er die Struktur bestimmt im Zentrum. Jetzt sind die Bauern D4 und D5 voneinander blockiert und das bestimmt eben die Stellung. Das gibt dem Spiel einen gewissen Charakter. Und wie man so oft weiß,
Die Bauern sind ja die Seele des Schachspiels. Was heißt das eigentlich? Die Bauern bestimmen sozusagen die Figurenaufstellung, welche Figuren man behalten sollte, welche man tauschen sollte und natürlich, wo man sie auch aufstellen möchte. Mit so einer Struktur, mit einem schönen Bauern auf D4, dann ist es ziemlich klar, dass ein Springer auf E5 gut stehen würde. Bei Schwarz genau das Gleiche. Dieses Feld auf E4 eignet sich auch für einen Springer. Es gibt auch halboffene Linien. Die E-Linie für Schwarz, die möchte man natürlich mit Türmen besetzen. Und dasselbe mit Weiß, die C-Linie. Und so weiter und so fort. Es geht nicht nur um Figuren natürlich, es gibt auch um Pläne, insgesamt um Pläne. Und wenn man schon von dieser Abtauschvariante im Damengambit spricht, dann möchte ich mit einem ersten Beispiel beginnen, und zwar eine Partie zwischen Botvinnik und Keres, die in der sowjetischen Meisterschaft gespielt wurde, 1952. Wieso ist diese Partie wichtig aus meiner Sicht? Weil Botvinnik vielleicht als erster einen neuen Plan gezeigt hat für Weiß in der Abtauschvariante des Damengambits. Die kann man übrigens auch mit dieser Zugfolge erreichen, mit Schwarz, E6 und dann D5, nimmt, nimmt, Läufer G5, Läufer E7, E3, Rochade, Läufer D3, Springer BD7. Das sind normale Entwicklungszüge. Und Springer GE2. Früher war oft eher Springer F3 gespielt worden, übrigens mit der Idee, irgendwann auf E5 zu kommen, wie ich das früher gesagt habe. Aber Botvinnik hat hier einen anderen Plan. Und wenn man jetzt eine so Klammeridee aufmacht, so unter Klammern etwas sagen möchte, Botvinnik war vielleicht der allererste, der eigentlich schon bei seiner Vorbereitung in den Eröffnungen nach Mittelspielplänen gesucht hat. Das ist ein bisschen streng vielleicht für seine Vorgänger, aber er ist wirklich jemand, der überlegt hat, was will er wirklich im Mittelspiel haben, was liegt ihm am besten, was möchte er erreichen und wie kann er das umsetzen. Und das werden wir jetzt in dieser Partie sehen. Er spielt Springer GE2, Springer F8, kurze Rochade, C6. Und die eigentliche Idee von Springer GE2 ist es, F3 zu ziehen und dann E4 vorzubereiten. E4, eben, es geht wieder hier um dieses Feld. Also was ich jetzt nach erstens D4 früher erklärt habe, die Kontrolle von E4, kommt hier wieder ins Licht, so 10 Züge später. Und der Kampf um dieses Feld ist jetzt sozusagen im strategischen Sinne der Hauptkampf der Partie. So F3 kann man spielen, aber Botvinnik hat zuerst um AB1 gemacht, deutet so an, dass er einen Minoritätsangriff starten möchte mit B4, Läufer D6, König H1, er möchte keine Tricks erlauben, wie Läufer nimmt H2, Springer G6 und jetzt erst F3. Wieso er Turm AB1 sofort zuerst gespielt hat, ist mir nicht so klar, aber gut, das war zumindest seine Idee und er zeigt trotzdem jetzt seinen Plan. F3, Läufer E7. Gut, das ist ein bisschen merkwürdig, aber wenn ich früher gesagt habe, diese Partie war so eine revolutionäre Partie für diese Eröffnung, weil dieser Plan mit F3 wurde noch nie gespielt. Und er war der Erste, der das gemacht hat. Und Keres wurde ganz klar überrascht und er versteht, E4 ist eine Drohung sozusagen, E4 und dann E5. Dann möchte er lieber den Läufer zurückziehen. Botvinnik bereitet die ganze Sache vor mit Turm BE1, Springer D7, Läufer nimmt, Turm nimmt und
Jetzt Springer G3. Er spielt noch nicht E4, er bereitet die Stellung am besten vor, um dann E4 noch stärker machen zu können. Übrigens, vielleicht geht der Springer auch mal nach F5. Springer geht zurück nach F6. Jetzt kann man noch nicht E4 ziehen. Denn wenn ich das mache, dann nimmt Schwarz hier und leider hängt D4. Also meine Frage wäre jetzt an Sie, Sie können so eine so 30 Sekunden überlegen, wie würden Sie jetzt als Botwinnik die Stellung verbessern, sodass Sie vielleicht E4 dann spielen können? Ich lasse Sie ein bisschen Zeit. Wie kann man E4 machen? Können Sie natürlich gerne im Chat Ihre Antworten schreiben. Also, es ist nicht so einfach, das ist eigentlich ein ruhiger Zug, nicht so effektvoll. Gut, machen wir weiter. Keine Antwort, das ist nicht schlimm. Botwinnik hat Dame F2 gemacht. Deckt also D4 indirekt. Es kam Läufer E6. Springer F5 zuerst. Er hätte auch E4 machen können, aber Springer F5 ist auch ganz stark. Jetzt nimmt. Dame B6. Und erst jetzt E4. Ja, Peter Wies hatte Dame F2 vorgeschlagen, der Präsident des Schweizerischen Fachbundes, in guter Form heute Abend. Und nach E4, dann merkt man eigentlich, dass Weiß den Kampf, so eigentlich den Ideenkampf, gewonnen hat. E4 hat er durchgesetzt ohne Nachteil. Er hat jetzt ein schönes Bauernzentrum und er ist bereit, weiterhin Raum zu nehmen mit E5. Und wenn er E5 schafft, dann ist das der Beginn eines Angriffs am Königsflügel mit F4 und so weiter. Das werden wir sowieso sehen. Für Schwarz ist es logisch zu schlagen auf E4. F nimmt E4. Aber dieser Tausch hat sowohl eine Idee wie auch Nachteile. Ja, die Idee ist, dass man gegen D4 jetzt Gegenspiel bekommen möchte. Der Nachteil ist natürlich, dass die F-Linie aufgemacht wurde. In anderen Worten, mehr Linien für einen weißen Angriff. Es kam Turm D8 und E5. Springer D5 und Springer E4. Jetzt gibt es ein super Feld für den Springer D6. Wenn der Springer wird, kann eigentlich nicht verhindert werden, dahin zu kommen, also der weiße Vorteil entwickelt sich, vergrößert sich noch. Springer F8, Springer D6, Dame C7 und Läufer E4. Eigentlich gibt es bei Schwarz eine starke Figur. Eigentlich ist es fast ein bisschen streng für den armen Paul Keres, nur dieser Springer auf D5 steht eigentlich aktiv. Der Rest der Armee ist eigentlich für die Defensive, für die Verteidigung. Und mit Läufer E4 hat Weiß jetzt zwei Ziele. Erstens, gut, er öffnet die F-Linie. Er übrigens befreit auch das Feld F5 für den Springer. Er möchte aber auch diesen starken Springer beseitigen mit dem Abtausch. Es kam Springer E6. Die Verteidigung für Schwarz ist gar nicht so einfach. Dame H4. Droht auf H7, G6, vielleicht nicht ideal, aber es ist fast schon jenseits vom Bösen und Guten. Turm C1, Dame D7, jetzt Turm C3,
ja, die ganze Weiße Armee ist viel aktiver und die Überführung des Turms über die dritte Reihe ist mehr oder weniger entscheidend. Ja, eigentlich, wir sind hier im Thema Eröffnung, aber wie ich es erklärt habe, wir schauen ein bisschen hinüber und mit den Plänen im Mittelspiel. Und es ist klar, dass jetzt Weiß auch viel mehr Raum hat, Angriffsstellung, also der Kampf ist fast entschieden. Es kam Turm F8 und jetzt können Sie vielleicht überlegen, noch zweite Frage in dieser Partie, wie würden Sie mit Weiß jetzt spielen? Wir suchen nach einem starken Zug für Weiß. Das kann er spielen hier. Es gibt Löcher um den König. Das könnte man spielen hier. Wir sind sehr nahe, den großen Polkeres zu schlagen. Es gibt einige Züge, die gut aussehen hier. Man kennt Botvinnik natürlich als großen Strategen, gut vorbereitet. Aber er war auch ein... Er konnte natürlich auch gut rechnen als Weltmeister, das muss man. Und Jana Ramsayer hat den richtigen Zug. Springer F5. Dame H6, Turm H3 von Peter Wies wäre auch sehr gut. Es gibt hier mehrere gute Fortsetzungen, aber Springer F5 ist der Hammer. Man droht den Turm. Es gibt viele Ideen. Mit Matt, man darf hier den Springer nicht schlagen. Es ist Matt in einigen Zügen nach Turm G3. Springer G7, Dame F6 kann man hier das Matt nicht mehr abwenden. Also Turm FE8, hier hat Polkeres entschieden, die Qualität zu geben. Aber Botvinnik nimmt sie nicht, er behält den super starken Springer mit Springer H6, König F8, Dame F6, Springer G7, Turm CF3 und der Druck ist so groß. Es droht jetzt Matt mit Dame nimmt F7 und Turm nimmt nochmals mit Matt. Man muss das Feld E8 befreien. Aber jetzt Springer nimmt F7, entscheidet die Partie. Es kam noch einigen Zügen, Turm E6, Dame G5, Springer F5. Gut, und die Partie ging bald zu Ende. Hier G4 und Polkeres gab auf. Ja, übrigens, wir können uns, jetzt haben wir natürlich eine gute Partie für Weiß, für die weiße Seite gesehen. Vielen Dank auch an Beat Jecker für seinen Vorschlag. Turm F6, wie man gesehen hat, hat Botvinnik Springer F5 gemacht. Aber vielen Dank auch für jeden Vorschlag. Wie gesagt, die Partie war schon fast entschieden für Weiß, also viele Züge sind möglich. Jetzt aber, wenn man die schwarze Seite vertreten möchte im Damengambit, nicht, dass man denkt, dass das Weiß da immer besser stehen wird. Eine Partie vom jungen, ganz jungen Garry Kasparov. Das ist, ich werde hier das Brett drehen, dass wir die Partie mit Schwarz anschauen können. Eine sozusagen Trainingswettkampf-Partie gegen Elmar Mageramov. Das war auch aus Aserbaidschan, wenn ich mich nicht täusche. Diese Partie wurde Ende 77 gespielt, also Kasparov so zwischen 14, 15 Jahre alt oder jung, aber schon extrem, extrem stark. Und eben, man kennt Kasparov eher als ein Königsindie-Spieler, Grünfeldspieler, aber in seinen Jugendjahren hat er viele klassische Eröffnungen gespielt. Und hier eben Damen-Gambit.
Ja, da haben Sie den jungen Gary im Bild. H6, Läufer H4, B6, Dame B3, Läufer B7. Nimmt auf F6. Okay, dieser Tausch kann ein bisschen erstaunen, aber er ist eigentlich logisch. Er möchte die Bauernstruktur im Zentrum bestimmen mit 10 im D5. Nur wenn jetzt 10 im D5, kann sich Schwarz ziemlich leicht befreien mit Springen im D5. Es führt dann zu Abtauschmöglichkeiten und Verflachung des Spiels. Da spielt Weiß vermutlich noch auf Vorteil mit Läufer nimmt F6 und jetzt 10 nimmt D5. ED. Turm D1. Und jetzt spielt Kasparow eigentlich ganz in seinem Stil. Und man sieht eigentlich, dass jede Eröffnung kann sozusagen interpretiert werden. Es ist nicht so, dass Damengambit ist nur solid und ums Remis oder Königsindisch ist nur um Mattangriff. Oder diese Eröffnung nur für das oder die für die. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Art und Weisen, wie man die Eröffnungen behandeln kann. Und eigentlich entspricht das eher dem Charakter der Person. Hier sieht man ein ganz junger Kasparow, der Damengambit sehr dynamisch spielt. Er spielt C5. Was will er damit erreichen? Er möchte das Spiel öffnen, die Stellung, das Zentrum aufmachen, weil der weiße König noch auf E1 steht. Ob ihm das gelingen wird, das sehen wir jetzt. Weiß hätte hier die Entwicklung und die Rochade vorbereiten können, also die Entwicklung mit zum Beispiel Läufer E2. Aber vielleicht hatte er Angst vor C4. Und dann vielleicht A6, B5 und einen gewissen Raumvorteil am Damenflügel für Schwarz. Eigentlich jetzt wieder meine Vorstellung vom Nachteil jedes Zuges. Der Zug Dame B3 hat auch einen Nachteil. Sie kann ziemlich schnell angegriffen werden. Das ist übrigens der Nachteil von einem überhaupt so frühen Entwicklungszug mit der Dame. Normalerweise empfiehlt man jungen Spielern überhaupt nicht zu früh mit der Dame ziehen, denn sie ist die stärkste Figur und sie kann deshalb auch sehr schnell angegriffen werden. Und das ist alles Zeit, die der Gegner gewinnen kann für seine eigene Entwicklung. Auch hier C5, Weiß hat geschlagen, man kann leider nicht zurückschlagen, das war auch eine der Ideen von Dame B3, aber Kasparow spielt hier Springer D7. Er kümmert sich nicht um die Anzahl der Bauern. Er will sich so früh wie möglich aktivieren und vielleicht eingreifen. Er will die Dame aufs Korn nehmen mit Springer C5. Hier spielt der Mageramov ein Zug, der erfahrene Spieler sozusagen fast automatisch zumindest berücksichtigen werden. Das ist C6. Vielleicht nicht der beste Zug, aber auf jeden Fall ein logischer Zug. Er möchte nicht zu viele Linien aufmachen, sondern jetzt um das Feld, ups, Entschuldigung, um das Feld, nicht so, um das Feld D4 kämpfen. Er möchte dieses Feld, Blockadefeld, gut besetzen. Läufer nimmt C6, Springer D4 und Läufer nimmt D4. Das ist jetzt eine sehr starke Entscheidung vom jungen Kasparow. Er gibt das Läuferpaar her, aber er spielt um die Initiative. Und das ist eben für ihn das Wichtigste. In dieser Stellung spielt das Läuferpaar nicht so sehr eine Rolle, sondern eher der König im Zentrum von Weiß. Er hat genommen, Turm nimmt D4. Und wie würden Sie jetzt mit Schwarz weiterspielen? Vielleicht nicht nur ein Zug geben, sondern vielleicht eine Idee, wie man die Initiative entwickeln kann, wie man um die Initiative weiterhin kämpfen kann. Schwarz am Zug.
Ja, Matthias Lobmeier hat Springer C5 vorgeschlagen. Naheliegender Zug, aber nach Dame D1 ist es wichtig, die Fortsetzung zu finden, die Kasparov auch gespielt hat. Und das ist Springer E6, vertreibt den Turm. Und jetzt wieder ein wichtiger Zug. Ganz typisch für Kasparov. Auch naheliegend, natürlich. Man hat es erwähnt, der König ist im Zentrum und David und Gilbert haben das jetzt. D4, sehr gut. D4, Linienöffnung. Was soll man machen? E nimmt D4 hat er gespielt. Falls Springer E2, das sieht logisch aus, aber ideal ist es nicht. Es gibt mehrere gute Fortsetzungen hier für Schwarz. Vielleicht ist Dame E7 ganz gut, weil nach Dame E7 natürlich ein Bauernopfer, Springer nimmt und Turm nimmt D4. Aber mit Turm AD8 schafft es Schwarz jetzt, die einzigen weißen Figuren zu tauschen, die bereits entwickelt sind, also der Turm auf D4. Gegen die Dame, da will man noch ein bisschen spielen, also mit Tempogewinn. Nach Turm AD8 steht Schwarz schon ganz klar im Vorteil. Und ein Hauptproblem für Weiß ist natürlich, dass der Läufer F1 nicht gut ziehen kann, weil G2 hängt. Und wenn G2 genommen wird, dann ist die Rochade sowieso kaputt. Also nach Turm AD8 steht Schwarz ganz klar besser, aber die Partiefortsetzung ist nicht viel besser. E nimmt D4, Turm E8. Jeder Zug enthält eine Drohung. Das ist eigentlich die Basis der Initiative. Wenn man um die Initiative spielt, muss jeder Zug eine Drohung haben. Oder vielleicht die Absichten des Gegners verhindern, so prophylaktisch, aber das ist schon ein bisschen subtiler. F3, und das ist nicht ideal, aber guter Rat ist schon teuer. Und hier findet Kasparov wieder eine tolle Lösung für Schwarz. Es gibt mehrere gute Züge, aber ich lasse Ihnen wieder ein bisschen Zeit. Und Beat Jecker hat auch D4 sehr gut gefunden. Und jetzt Schwarz am Zug nach diesem F3. Es gibt, wie gesagt, einige gute Züge. Es gibt natürlich Abzugsschach vom Springer. Dame H5, das ist wahrscheinlich Dame H4 Schach. Wäre sicher nicht schlecht, um den König bzw. den Königsflügel zu schwächen. Kasparov hat hier ganz typisch wieder auf kombinatorische Art gespielt. Er hat Läufer nimmt F3 gemacht. Läufer nimmt F3. Die Dame darf nicht schlagen, wegen Springer G5. Abzugsschach jetzt in viel stärkere Version. Also man muss mit dem Bauern schlagen. Aber das hat jetzt Dame H4 erlaubt, ohne dass Weiß G3 spielen kann. Also dieses Schach muss jetzt irgendwie natürlich mit Turm F2 nach König E2 gäbe es direkt matt, hübsch übrigens mit Springer F4, wollte ich zeigen. Also Turm F2 spielte Magyaramov. Und jetzt kam Springer nimmt D4. Eigentlich hier etwas genauer oder stärker wäre gewesen Springer F4 und nach Läufer E2 Springer G2. Der König darf nicht nach F1 wegen Gabel, das kann ich auch noch zeigen. Da Gabel mit Springer E3. Also muss nach D2, aber hier hängt der Turm. Man kann sogar zuerst auf D4 schlagen und dann auf F2 und es ist pleite. Stattdessen hat Kasparov Springer im D4 gespielt. Auch nicht so schlecht. Läufer E2. Springer nimmt F3. Doppelfesselung. Der Turm, der Läufer sind gefesselt. König F1 muss gespielt werden. Dame H3. Turm G2 erzwungen. Springer H4. Nun, es ist schon klar, dass Weiß ganz kritisch steht. Turm HG1 und Turm AD8, die letzte Figur, die noch nicht im Spiel war.
Dame E1, es gab hartnäckigeres, aber es ist schon ziemlich vorbei. Hier Turm D3, Dame F2, Springer F3. Sehen Sie, wie die weißen Figuren so harmlos sind, hilflos sogar. Ja, man darf hier nicht schlagen auf D3 übrigens. Wieder ein schönes Mattbild mit Springer nimmt H2. Turm H1, traurig, aber wahr. Und Turm DE3. Turm G1 zurück. Okay, hier konnte Kasparov auch Turm nimmt C3 ziehen. Und mit Dame nimmt C3 wird es bald matt. Aber er spielte ruhig König H8. Vielleicht, dass kein Turm nimmt G7 Schach später kommen kann. Turm H1, das zeigt auch die Hilflosigkeit von Weiß. Und B5. Und hier gab Weiß auf. So, das war ungefähr das mit Damen-Gambit. Man könnte natürlich viel weiter, viel länger über Damen-Gambit sprechen. Das kann man natürlich auch eigene Masterclass über Damen-Gambit widmen. Jetzt eigentlich eine Abart vom Damen-Gambit, die Tahash-Variante möchte ich kurz besprechen. D4, D5, C4, E6. Wir können eigentlich weiterhin von der schwarzen Seite schauen. Und jetzt nach Springer C3, C5. Das ist eine ziemlich ambitionierte Eröffnung für Schwarz. Sehr wahrscheinlich wird Schwarz mit einem isolierten Bauern auf D5 spielen müssen. Das ist müssen, sage ich so, aber es ist eine Wahl, eine freiwillige Wahl. Nach C nimmt D5, E nimmt D5, Springer F3. Die Hauptvariante jetzt Springer C6, G3, Springer F6, Läufer G2. Und die Tarasch-Verteidigung, wenn man vorher vom jungen Kasparov gesprochen hat, die Tarasch-Verteidigung wurde gespielt von Kasparov, als er ungefähr 20 war. Und das war eine Lieblingseröffnung von ihm während einiger Jahre. Aber es war auch eine Lieblingseröffnung von anderen starken Spielern. Und wir werden uns eine Partie von einem Weltmeisterschaftskampf bald anschauen, wo die Tarasch-Verteidigung, vielleicht nicht Verteidigung, sondern Variante, mit Erfolg angewandt wurde. Die Idee, wie gesagt, man möchte mit einem isolierten Bauern auf D5 spielen. Seit einigen Jahrzehnten ist Tarasch nicht mehr so populär, zumindest verglichen mit anderen Eröffnungen, aber letztes Jahr zum Beispiel, und das zeigt eigentlich, wie reich das Schachspiel ist, vor einem Jahr ungefähr spielte Dubov, Daniil Dubov, der junge Russe mit vielen Ideen, er spielte C nimmt D4, das ist nichts Neues, aber er belebte wieder diese Variante mit C nimmt D4 und Läufer C5. Mit korrekten Ergebnissen. Das spielte sogar Carlsen einige Male, zwar in Blitz- und Schnellschachpartien, und plötzlich wurde diese Variante wieder in Mode. Aber klassisch gespielt wird die Tarasch-Variante mit Läufer E7, Rochade, Rochade, und jetzt gibt es entweder den im C5, dann hat man direkt den isolierten Bauern, oder Läufer G5 mit etwas Druck wieder gegen D5, so indirekt. Wonach gut Schwarz sich entscheiden muss. C4 ist eine wie auch ziemlich populäre Variante, aber wie gesagt, klassisch gespielt wird Tarasch mit diesem isolierten Bauern auf D5. Der kann strukturell eine Schwäche sein. Der isolierte Bauer ist so per Definition ein schwacher Bauer, aber weil er nicht gedeckt werden kann von seinen Bauernkollegen sozusagen. Aber er verschafft den eigenen Figuren mit Aktivität. Zuerst eine leichte Entwicklung und dann auch schöne Vorposten auf den offenen bzw. halboffenen Linien, also diese beiden Felder auf E4 und C4 können von einem Springer oder irgendwelcher Figur besetzt werden. Und jetzt möchte ich eben ein drittes Beispiel heute zeigen aus dem WM-Kampf, also Final zwischen Tigran Petrosyan und Boris Spassky. Die haben zwei Wettkämpfe gespielt und ja, da haben sie im Bild aus diesem Wettkampf 1969 in Moskau
Tigran Petrosyan hatte im ersten Wettkampf 66 gewonnen gegen Spassky und Spassky schaffte es wieder durch das Zyklus sich zu qualifizieren für das Finale und diesen Wettkampf gewann er. Sie sehen auf dem Bild, wie viele Zuschauer da sind und gut, natürlich am Anfang der Partie, um die Spieler nicht zu sehr zu stören, beide spielen da und ja, Spassky mit Weiß da, Petrosyan mit Schwarz, also verkehrt mit unserer Partie, aber dieses Foto wird ja nicht von dieser Partie genommen, natürlich, so viele gibt es jetzt heutzutage nicht mehr zur Verfügung. Also die Partie Petrosyan-Spassky, das ist die vierte Partie in diesem Wettkampf. So, die ersten Züge haben wir bereits gesehen früher und erklärt. Jetzt hat man das H6, Läufer E3, Läufer G4, leichte Entwicklung für Schwarz. Okay, hier der Läufer geht zurück nach E6, weil Springer B3 jetzt direkt den Bauern D5 bedroht. Also der Springer steht nicht mehr auf D4, dann kann man den Bauern decken mit Läufer E6. Sieht ein bisschen wie Verteidigung aus, aber zu schlimm ist das nicht. Schwarz geht weiter mit der Entwicklung. Und Läufer C5, ein typischer Zug. Auch dieser Abtausch ist für Weiß völlig natürlich. Turm C8 nimmt auf E7, Dame nimmt E7. E3, Turm ED8. Ist immer die Frage, welcher Turm wohin muss, aber Turm ED8 ist die Wahl von Spassky. Dame E2. Nun, es sieht so aus, als hätte Weiß einen kleinen Vorteil erreicht. Er hat schon den richtigen Läufer sozusagen getauscht, sodass er jetzt auf die schwarzen Felder ein bisschen drücken kann. Vor allem D4, Blockadefeld. Und deshalb muss Schwarz dynamisch spielen. Wenn er langsam spielt, dann wird sich Weiß gut organisieren können und seine Stellung befestigen, Druck auf D5 organisieren. Und ja, Schwarz muss nicht in die Defensive gedrängt werden. Also Läufer G4 ist hier ein dynamischer Zug mit einer Drohung und auch mit der Idee, dass jetzt der Springer nach E4 kommen kann. Hier im vorigen Zug war das noch nicht möglich. Das Feld E4 war noch gut kontrolliert von den weißen Figuren. Also Läufer G4 erzwingt von Weiß ein Zugeständnis. Entweder zieht die Dame auf ein ungeschicktes Feld, F1 vielleicht, oder er spielt F3. Aber F3 hat auch seine Nachteile. Der Läufer ist jetzt blockiert. E3 ist ein bisschen geschwächt. Im Moment ist das nicht so schlimm, aber vielleicht später wird das eine Rolle spielen. Läufer F5. Gute Seite aber auch von F3. E4 ist jetzt kontrolliert. Also Schwarz kann da nicht mehr mit dem Springer kommen. Turm D1, Springer E5. Aktivität. Springer D4, Läufer G6. Die Partie geht weiter und Turm C4. Wieder schöner Vorposten für eine schwarze Figur. Dieser Turm hat einen übrigens interessanten Schicksal, man wird das sehen später. Turm C4 zuerst, man kann denken, vielleicht möchte Schwarz auf der B-Linie aktiv werden, aber nein, er spielt Turm B4. Und droht vielleicht sozusagen Springer C4 mal, B3. Jetzt wurde die C-Linie ein bisschen geschwächt und dieser Springer auch. Springer C6, Dame D2, Turm B6. Wie gesagt, der Turm spielt ein bisschen komisch, aber er wird dann zurück. Springer CE2. Dieser Zug wurde kritisiert von den Kommentatoren. Ich finde ihn eigentlich ziemlich logisch, hat aber den kleinen Nachteil, dass hier Schwarz auf E3 drücken kann. Springer G3 und Springer nimmt D4. Das war eben das Problem. Ja? Mit Springer CE2 wollte Weiß den Springer D4 befestigen, aber der Druck auf E3 ist zu stark. Und Sie erinnern sich, was ich vorher gesagt habe, der Nachteil von F3, E3 wird geschwächt. Und jetzt, so 5 Züge, 6 Züge später, sieht man das ganz klar im Bild. Springer G3 und Springer nimmt D4. Wenn jetzt Dame nimmt, dann kann man Turm E6 spielen und weiterhin Druck auf E3 ausüben.
Der schwache, sozusagen schwache Bauer D5 ist nicht schwächer als E3. Beide Schwächen sozusagen kompensieren sich. Petrosian bevorzugt der E nimmt D4 und Turm E6. Der Turm ist zurück ins Zentrum, um diese offene Linie zu besetzen und um sie zu kämpfen. Turm nimmt E6, Dame nimmt E6, Turm C1. Starker Zug jetzt von Spassky. Er spielt Läufer, nee, noch nicht, Läufer G6, Läufer F1 und jetzt Springer H7. Starker Zug von Spassky. Der Springer F6 wird überführt und zielt später nach F4. Ein schwaches Feld im weißen Lager. Dame F4, Springer F8, Turm C5 und Läufer B1. Das ist jetzt ein schöner Zug. Dieser weite Zug vom Läufer, der droht von B1 droht er jetzt A2, aber das ist nicht die Hauptidee von Schwarz. Er möchte Springer G6 ziehen können und das kam nach A4, Dame D2, Dame F6 und irgendwie, wie per Magie, kann jetzt der Springer nach F4. Die Stellung ist schon für Weiß ziemlich kritisch. Es kam König F2, Springer F4, A5. Und jetzt sind Sie dran. Mit Schwarz haben Sie die Chance, den eisernen Tigran zu schlagen, wie man ihn genannt hat. Er war so solide, dass man ihn Iron Tigran genannt hat. Schwarz am Zug gewinnt. Vorschläge im Chat. Springer D3 von Peter Wies wird vorgeschlagen. Sieht ziemlich gut aus. Ja, Springer D3 mit der Idee Läufer nimmt, Dame nimmt D4. Aber das ist vielleicht noch nicht so klar, naja, klar schon wahrscheinlich. Dame nimmt D4, der König muss weg. Okay, jetzt kann man den Turm nicht gut schlagen wegen Läufer B1, aber man kann wahrscheinlich ein gutes Endspiel bekommen. So klar ist das noch nicht. Ja, Läufer nimmt D3, Turm C3. Naja, gut, das wäre noch fraglich. Es gab aber etwas noch stärker und das ist tatsächlich Läufer D3 von Matthias Lobmeier. Läufer D3, das ist noch stärker als Springer D3. Falls jetzt Läufer nimmt und das ist fertig mit Springer nimmt D3, je nachdem. Oder eben Springer F5 wurde gespielt von Petrosian, um D4 zu decken, aber Dame G5, noch ein starker Zug hier. Die Dame hier ist nicht gedeckt auf D2, es droht Springer H3. Springer E3 zurück, das ist nicht das hartnäckigste, aber im 40. Zug vielleicht Zeitnot. Und nach Dame H4 ist es schon vorbei. Läufer nimmt F1 und in dieser Stellung gab Petrosian auf, denn es folgt. Tja, was kann Weiß spielen überhaupt? Ja, es kann folgen Turm E1, falls Springer nimmt F1 oder Turm noch stärker E2. Also alles ist hier ziemlich kaputt mit dem König. So hier, also das ist auch, wenn Sie Taras spielen, das ist genau das, was ich gesagt habe vorher. Wenn Sie Taras spielen, dann ist es klar, Sie möchten mit einem isolierten Bauern auf D5 ziehen. Sie kennen
Die Nachteile dieser Bauernstruktur kennen auch und fühlen sie sich natürlich auch in den dynamischen Mittelspielen, die fast zwangsläufig kommen. Gehen wir ein bisschen weiter mit unserer Untersuchung von verschiedenen Eröffnungen. Slawisch, das ist auch eine Möglichkeit, wenn man D4, D5, C4 hat, D5 zu befestigen mit C6. Der Vorteil gegenüber Damengambit ist, dass dieser Läufer C8 nicht blockiert ist. Das heißt, der Läufer wird sich vielleicht entwickeln können nach F5, G4 und so weiter. Das ist der große Vorteil von Slawisch gegenüber Damengambit. Andererseits, und weil es immer Nachteile gibt natürlich, andererseits kann man sagen, dass der Springer jetzt nicht nach C6 kann, was vielleicht sein natürlichstes oder aktivstes Feld wäre, obwohl im Damengambit geht er trotzdem nicht so oft nach C6. Anderer Nachteil vielleicht, dass man vielleicht später C6, C5 spielen möchte, um die Stellung zu befreien. Das würde jetzt unter Tempoverlust geschehen. Aber gut, das sind so kleine Nachteile, die im Moment gar nicht so sichtlich sind. Springer F3, Springer F6, Entschuldigung, Springer C3. Und jetzt richtig slawisch, wenn man jetzt sagt, D nimmt C4. Halb slawisch wird man später besprechen. D nimmt C4. Ja, dieser Zug, den im C4, ist wieder so ein verantwortungsvoller Zug, denn Weiß kann jetzt E4 machen. Aber wenn das kommt, kann Schwarz mit B5 den Bauern C4 decken und an den Bauern eigentlich klemmen. Das ist jetzt nicht so einfach für Weiß, den Bauern sofort zurückzugewinnen. Ist nicht möglich, ihn zurückzugewinnen. Aber okay, Weiß hat da eine gewisse Kompensation mit dem schönen Bauernzentrum, leichte Entwicklung. Wie gesagt, aktive Möglichkeiten, aber mein Bauer ist ein Bauer. Und deshalb spielt Weiß normalerweise, also der Hauptzug ist hier A4, um B5 zu verhindern. Aber jetzt kann Schwarz mit Läufer F5 seinen Läufer entwickeln und gleichzeitig E4 verhindern, also das Feld E4 gut blockieren. Jetzt gibt es entweder Springer E5 oder E3, ohne hier in Details zu gehen. Wenn Weiß Springer E5 zieht, dann möchte er natürlich den Bauern zurückschlagen, aber auch F3, E4 ist jetzt möglich. Also wieder dieser grundsätzliche Kampf um das Feld E4. E6 zum Beispiel, jetzt F3 ist möglich und hier gibt es nach F4 könnte man denken, dass das Weiß fast alles erreicht hat, denn er nimmt im nächsten Zug Läufer mit Läufer nimmt C4 zurück. Hier gibt es das komplizierte Figurenopfer, Läufer nimmt E4, Springer nimmt E4, ohne in Details zu gehen. Das ist jetzt eine komplizierte Variante mit viel Theorie eigentlich. Springer BD7 ist auch möglich, Springer nimmt C4 jetzt. Und mit Dame C7 möchte Schwarz jetzt im Zentrum kämpfen, zurückkämpfen. Und zwar mit E5 sehr bald. Das heißt, das Zentrum wird aufgemacht, der Läufer wird sich entwickeln. Ups, Entschuldigung. Der Läufer wird sich entwickeln können. Und die schwarzen Figuren werden aktiviert. Neben Springer E5 gibt es auch E3, um die Entwicklung jetzt ruhig zu beenden. Läufer B4. Übrigens, das war der Nachteil von A4, jetzt dieses Feld B4 für die schwarzen Figuren, also im Moment der Läufer, aber später vielleicht auch ein Springer könnte hier kommen. Also dieses Feld B4 ist ein wichtiges Faktor, ja, in der slawischen Variante für Schwarze, wo Schwarz wirklich sein Spiel organisieren kann. Mit Läufer B4 übrigens wird auch die Kontrolle von E4 gekämpft. Rochade. Und hier, okay, hier gibt es wieder verschiedene Pläne. Man kann Springer H4 ziehen, irgendwie den Nachteil von Läufer F5 auszunutzen, zu versuchen. Man könnte jetzt das Läuferpaar nehmen. Hier kann man verschiedene Sachen mit Schwarz machen. Es gibt auch Dame E2, jetzt um sozusagen E4
zu drohen. Das ist keine richtige Drohung, aber das ist die Absicht jetzt, dass man E4 ziehen kann und dann den Läufer entwickeln. Das ist ungefähr so gesagt, was bei Slawisch passiert. Für Schwarz ist es nach wie vor dann wichtig, wenn er zum Beispiel E4 erlaubt, das ist ganz gut möglich, dass er im Zentrum entweder mit C5 oder mit E5 später um Raum kämpft, weil sonst könnte er verdrängt werden. Die Zeit vergeht, ich hätte gerne ein Beispiel gezeigt, aber wir gehen weiter zur nächsten Variante, und das ist angenommenes Damengambit. Hier im angenommenen Damengambit, den im C4, ist so ein Hybrid sozusagen zwischen, Schwarz hat nämlich D5 gespielt im ersten Zug für das Feld E4, aber mit dem im C4 gibt er jetzt den Kampf auf im Sinne dieses Feldes, und Weiß kann das jetzt direkt mit E4 ausnutzen. Also jetzt hat er das Zentrum genommen und ist bereit, den Bauern auf C4 zu schlagen, mit fast idealer Entwicklung. Als ich ganz jung war, fast ins Schachclub kam, die ersten Lektionen, wurde mir erklärt, und das war wahrscheinlich richtig in diesem Stadium meiner Entwicklung, zu sagen, okay, das ist für Schwarz nicht unbedingt empfehlenswert. Weiß bekommt das Zentrum, nimmt dann auf C4 zurück, und Weiß hat keine richtige direkte Kompensation sozusagen für diese Faktoren. Und für einen Jugendlichen ist es nicht so schlecht, dass man das so erklärt. Erst später mit der Erfahrung, mit der Praxis kann man verstehen, dass Schwarz hier vollwertiges Spiel hat, indem er in den nächsten Zügen direkt gegen das weiße Bauernduo kämpfen kann, direkt angreifen kann. Es gibt mehrere gute Züge hier, ich zeige nur zwei deren, zum Beispiel Springer F6, und jetzt ist es nicht so einfach, E4, na gut, man kann eigentlich Springer C3 ziehen, aber hier ist E5 bekanntlich angenehm für Weiß, für Schwarz, Entschuldigung, deshalb spielt Weiß normalerweise E5, aber dann nach Springer D5 hat man, und jetzt Läufer C4 kommt, man kann jetzt das Spiel weiterführen, aber die Bauernstruktur ist schon ziemlich klar. Weiß hat Raum gewonnen mit diesem Bauern auf E5, der von D4 gedeckt ist, aber Schwarz hat ein super Feld auf D5, Feld, das jetzt vom Springer sogar schön besetzt wird, also dieses Blockadefeld wird jetzt gut kontrolliert von Schwarz. Aber es geht nicht so naiv um das Feld D5, sondern mehr auf das Gegenspiel. Also ein Hauptzug ist zum Beispiel hier sogar Springer B6. Der Läufer geht zurück hier oder auf D3. Und hier möchte man den Bauern D4 direkt angreifen. Rückständiger Bauer kann nicht von einem Kollegen gedeckt werden. Also darum müssen sich die weißen Figuren jetzt kümmern. Eine andere gute Möglichkeit ist E5 für Schwarz, direkt gegen D4 spielen. D4, D5 ist nicht wirklich empfehlenswert, deshalb deckt Weiß normalerweise diesen Bauern auf D4. Und man kann hier schlagen oder Schach geben, zuerst auf B4 ist auch ganz gut möglich. Aber normalerweise wird man eine Bauernstruktur bekommen, die so aussieht, jetzt mit Damentausch oder ohne, später nimmt Weiß auf C4, und die Bauernstruktur ist ziemlich definiert. Beide Seiten haben ihre Pläne, und es kann so weitergeführt werden. Ich habe noch vergessen, weil ich nur E4 im dritten Zug erklärt habe, es gibt auch Springer F3, das möchte ich anhand einer Partie zeigen von diese habe ich nicht jetzt. Zurück. Aus irgendeinem Grund ist sie zu schnell verschwunden. Die habe ich hier. Das ist Pickett gegen Lothier. Verzeihen Sie bitte die kleine Verwirrung. Das ist Pickett gegen Lothier, gespielt im Jahre 1995 in Amsterdam.
Lothier war ein großer Spezialist vom angenommenen Damengambit. Er hat damals auch in diesen Zeiten mit dem englischen Großmeister Sadler viel zusammen trainiert. Sadler war dann auch ein sehr starker Spieler im angenommenen Damengambit. Das sind nur einige Beispiele. Wenn man ein bisschen zurückgeht in der Geschichte, das war auch die Wahl von Tigran Petrosyan, den man früher gesehen hat, in seinem Weltmeisterschaftskampf gegen Botvinnik. Botvinnik war selbst ein Spieler, der gerne mit dem isolierten Bauern gespielt hat. Mit dem angenommenen Damengambit, und das werden wir jetzt sehen, kann Schwarz oft, zum Beispiel in dieser Stellung, wenn er das wünscht, auf D4 nehmen und gegen den isolierten Bauern spielen. Normalerweise, wenn Weiß E3 spielt, diese Variante mit E3 spielt, dann ist er einverstanden mit dieser Bauernstruktur. Und Botvinnik liebte den isolierten Bauern mit Weiß, vor allem mit Weiß, um wirklich auf Dynamik zu spielen, auf Angriff zu spielen. Und Petrosyan glaubte an die Solidität von der schwarzen Partieanlage und spielte mehrmals gegen Botvinnik angenommenes Damengambit, was schließlich auch zu seinem Erfolg führte, denn er verlor keine Partie in diesem Wettkampf, in dieser Eröffnung, und nahm Botvinnik endgültig sozusagen den Titel, den er fast 20 Jahre lang hatte, 15 eigentlich Jahre lang behielt. Und dann wurde Botvinnik nicht mehr im Kampf um die Weltmeisterkrone mit beteiligt, sozusagen. Aber hier unsere Partie Pickett gegen Lothier. Lothier spielt A6, das ist der Hauptzug, denn Schwarz möchte mit B6, Läufer B7 sich weiterentwickeln und dann mit Springer BD7 die ganze Entwicklung fertig bringen. Läufer B3, so ein prophylaktischer Zug, falls B5 jetzt ohne Details, möchte man diese Bauernstruktur ein bisschen angreifen mit A4. Deshalb kann man Springer C6 spielen, das ist auch wie B5 möglich. Dame E2, Zehn im D4, Turm D1 und D3. Gut, Schwarz könnte auch einen Entwicklungszug machen, wie Läufer E7. Dann würde Weiß eben mit dem isolierten Bauern spielen, in im D4. Weil Schwarz hat die Möglichkeit, jetzt das zu verhindern mit D3 selbst, also selbst die Bauernstruktur zu bestimmen als symmetrisch. Zwei Bauern sind verschwunden auf jeder Seite, die D- und die C-Bauern. Man hat zwei offenen Linien. Das bestimmt auch ein bisschen den Charakter des Kampfes. Dame C7, Springer C3. Jetzt entwickeln sich beide Lager ganz logisch. Er spielt Läufer D2, falls E4, dann hat er vielleicht ein bisschen Angst vor dem Druck hier. Das sehen wir auch später in der Partie. Läufer D2, B5. Das ist ein guter Zug, wie man die Figuren entwickeln kann. Es geht nicht nur um Läufer B7, sondern nach Turm C1 auch um Dame B6. Den Läufer auf dieser Diagonale zu befestigen. Ja, und es kam E4 jetzt. Das ist ein Zug mit Ambition. Denn Weiß könnte ruhiger spielen, vielleicht Läufer E1. Und die Stellung wäre ungefähr ausgeglichen. Auf keinen Fall hätte Schwarz hier Probleme. Aber vielleicht war das ein bisschen vernünftiger als E4. Denn jetzt spielt Schwarz Springer G4. Droht direkt auf F2 zu schlagen. Springer D1 und Läufer B7. Schwarz hat nicht nur die Entwicklung vollendet, sondern bereits einige Vorteile in der Stellung, positionelle Vorteile, nämlich diese schwarzen Felder sind schon sensibel im weißen Lager. Es kam Springer G5, Springer CE5, Turm G3 und jetzt ein ganz starker Zug von Lothier, Turm AD8. Er geht direkt, aktiviert die Figuren, hat keine Angst natürlich jetzt vor Turm nimmt G4. Und er steht nach Turm nimmt C5, wahrscheinlich die beste Chance. Läufer B4, Dame C1 steht er ganz aktiv. Läufer nimmt F8, er könnte jetzt auf F8 zurückschlagen, das wäre gut. Aber er nahm lieber den Springer.
Läufer B4 und Dame F4. Und er hat eine ganz gute Kontrolle über die Stellung. Die weißen Figuren sind ein bisschen so, es gibt keine richtige Einheit sozusagen. Die Harmonie stimmt nicht so bei Weiß. Bei Schwarz hingegen stimmt sie ganz gut. Der Bauer E4 hängt, aber ist nicht so einfach ihn zu decken. Springer E3, Springer F6, Läufer E7, Turm D7 nimmt. Somit hat Weiß den Druck auf E4 ein bisschen vermindern können, aber er musste sich vom Läuferpaar trennen und Schwarz steht weiterhin viel aktiver. Springer F1, H6, Turm C3, Springer G6 und okay, die Partie ging noch ziemlich lange, Schwarz gewann schließlich, aber die schwarze Stellung macht einen besseren Eindruck hier, er hat größere Aktivität. So, halbslawisch ist auch ganz interessant. D4, das beginnt wie slawisch, es gibt mehrere Zugfolgen hier, die möglich sind und man spielt E6, also kein slawisch mit D nimmt C4, so halbslawisch E6. Man hat diesen Bauerndreieck sozusagen, wie man das nennen kann. Es ist ziemlich solid, D5 wird wirklich befestigt. Man möchte sich entwickeln und im richtigen Moment dann auf C4 schlagen und dann am Damenflügel kommen und sich somit zu befreien. Weiß hat mehrere Züge hier, wie immer. Die zwei Hauptzüge sind Läufer G5. Das kann zur Botwinnik-Partie führen, falls D nimmt C4. Es gibt auch H6 zum Beispiel oder Springer BD7. Etwas solider, aber D nimmt C4, das ist jetzt ganz kompliziert. E4, B5, E5, H6 mit haarsträubigen Komplikationen. Auch hier, ich meine, wenn Läufer G5 kommt, dann ist Weiß so implizit bereit, in dieses Botwinnik-System reinzugehen mit super großen Komplikationen. Also man überlegt sich, was will man eigentlich im Mittelspiel? Ist man bereit zu solchen großen Komplikationen mit vielen Varianten, Theorievarianten, die man kennen soll. Natürlich bei Schwarz auch, wenn Läufer G5 kommt, dann möchte man den im C4 ziehen oder H6, aber Weiß, wenn der Läufer G5 spielt, sagt schon, er ist bereit dazu. E3 ist rückhaltender, das sind die Meraner-Systeme oder beziehungsweise Anti-Meraner, je nachdem, ob man jetzt Dame C2 spielt und sich dann entwickelt. Läufer D3 und das führt dann, das wird man mit einer fantastischen Partie jetzt sehen, nach D nimmt C4 B5, dann geht man mit Läufer B7. Ich schlage vor, man schaut sich diese tolle Partie zwischen Garry Kasparov und Wladimir Kramnik an, aus Dos Hermanas 96. Ein ganz junger Kramnik, 21, gewann mit Schwarz gegen Kasparov. Er war schon jetzt ungefähr in diesen Zeiten der Angstgegner von Kasparov und er gewann dann im WM-Kampf in London gegen ihn 2000, einige Jahre später. Man sieht hier Kramnik gegen Kasparov auf dem Bild. Kasparov mit Schwarz gegen Kramnik. Ja, gerade am Beginn der Partie, nicht dieser Partie von Dos Hermanas, sondern natürlich einer anderen Partie. Also gut, halbslawisch. Diese Partie könnte man auch während 2 Stunden einer ganzen Masterclass besprechen, aber man hat dafür nicht die Zeit. Trotzdem hier, also gut, zurück zu diesem Zug, Läufer B7 und Schwarz spielt A6. Und er ist jetzt bereit, nachdem er B5 befestigt hat, C5 zu ziehen und seine Stellung zu befreien. Falls Weiß jetzt nichts unternimmt, so irgendein Entwicklungszug, Läufer D2 oder ein Nullzug, dann kommt Schwarz eben zur ganz freien Entwicklung mit C5 und schönem Spiel. Deshalb muss Weiß etwas unternehmen und zwar direkt mit E4, C5, hier gibt es E5 oder wie in der Partie D5. Und der Kampf ist jetzt schon angesagt. Es kam C4, das ist jetzt, wie man sie nennt, die Meraner-Variante, es gibt so Reynolds-Abart-Variante, Läufer C2, Dame C7, Springer D4.
Weiß verschärft den Kampf, aber wie gesagt, er hatte sozusagen keine richtige Wahl. Springer C5 und B4. Das ist eine komplizierte, sehr komplizierte Eröffnung. Diese Möglichkeit von Weiß ist nur eine von vielen. C nimmt B3 en passant, A nimmt B3, B4. Das Problem von Schwarz ist, es gibt ja große Spannung im Zentrum mit diesen Bauern. Ja. Wenn er jetzt damit reagiert, in D5 zum Beispiel, dann kommt es zu Linienöffnung im Zentrum und der schwarze König steht noch auf dem Startfeld. E8 muss noch rochieren, aber dafür muss man auch noch den Läufer entwickeln und so weiter und so fort. Also Schwarz muss natürlich sehr gut aufpassen und B4 ist hier ein guter Zug. Springer A4 und Springer nimmt C, also C nimmt E4. Anspruchsvoll, aber richtig gespielt. Es kam der Läufer nimmt E4, Springer nimmt E4, D nimmt E6 und hier spielte Kramnik einen starken Zug, der von Kasparov in der Vorbereitung vermutlich vernachlässigt oder vielleicht nicht gesehen wurde. Läufer D6 droht auf H2 und ignoriert eigentlich die Spannung E6, F7. Schach, Dame nimmt und F3. Das ist auch die richtige Möglichkeit für Weiß, die richtige Herausforderung. Da so muss man spielen. Dame H5. Wir sehen uns, wie kompliziert eigentlich die Stellung schon jetzt ist. Wenn man so halbslawisch spielt, dann muss man eigentlich schon bereit sein, auf so einen scharfen Kampf zu gehen. Also man muss sich bewusst sein. Man soll nicht halbslawisch spielen, weil Kramnik das gespielt hat. Ja, okay, ich mag Kramnik, ich spiele halbslawisch. So geht es nicht. Kramnik, für ihn liegt dieser Stellungstyp. Er war, als er ganz jung war, war er eigentlich ein sehr aggressiver Spieler, sowohl mit Weiß wie auch mit Schwarz. Mit den Jahren wurde er dann viel solider, vor allem mit Schwarz. Aber in seiner Jugendzeit, er war ein unglaublicher Angreifer und ja, er wusste, wieso halbslawisch für ihn geeignet war. Es kam G3, man darf den Springer hier nicht schlagen, es führt sehr schnell zur Katastrophe. Jetzt Läufer nimmt E4 und der weiße König wird bald in großem Bedrängnis, also G3 wurde gespielt und in dieser Stellung entschied sich Kramnik wirklich für etwas Riskantes. Er konnte auf G3 schlagen. Und falls er zurückgeht mit dem Springer, dann Turm E1 Schach. Das ist unangenehm auf jeden Fall. Er muss nach vorne, beziehungsweise er muss dynamisch spielen. Falls, also Springer nimmt G3 wäre hier möglich gewesen. H nimmt G3 und jetzt Rochade zum Beispiel. Turm A2, Läufer nimmt G3, Turm G2, Läufer E5. Schwarz hat zwei Bauern für die Figur, der weiße König ist offen, die Rochade ist offen. Weiß ist auch noch nicht so gut organisiert, also es gibt Kompensation, genug Kompensation. Die Rochade ist objektiv gesehen schlechter als Springer im G3, aber rein in der Praxis ist es für Weiß extrem schwierig. Ja. Und Kasparov spielte bald falsch, also nehmen hier auf E4 ist okay. Dame H3 und schon hier griff Kasparov fehl anstelle von Dame E2 und das wäre ziemlich unklar gewesen, wie Schwarz jetzt seinen Angriff durchsetzen kann. Also die Partie wäre nicht so klar. Aber nach Springer F3 kommt jetzt Läufer nimmt G3, Springer C5, da hatte er wahrscheinlich auf andere Ideen gehofft, aber hier Turm nimmt F3. Ein super Zug. Okay, Turm nimmt F3, ist konsequent, aber leider schlecht. Er musste Turm A2 machen. Trotzdem hier in dieser Stellung nach Turm C8. Vielleicht das Detail, das Kasparov früher übersehen hatte. Turm C8 und Schwarz wird besser im Endspiel stehen. Es kam also Turm nimmt F3. Besser ein Ende mit Schrecken anscheinend. Dame nimmt H2.
König F1 und Läufer C6. Oder vielleicht hat der Kasparov das übersehen, dass jetzt der Läufer nach B5 kommt. Weiß hat einen ganzen Turm mehr, aber bald einen König weniger. Läufer G5, Läufer B5 Schach, Springer D3, Turm E8. Die letzte noch passive Figur wird ins Spiel gebracht und Kurzschluss wird bald geschehen. Turm A2, Dame Schach, Schach auf E4 und Dame G2 und Dame nimmt A2. Hier ist es ziemlich hoffnungslos. Dame C3 und Turm D4. Und hier gab Kasparov auf. Der Springer D3 kann nicht gerettet werden und der König wird auch bald matt gesetzt, beziehungsweise es gibt großen Materialverlust. Also halbslawisch, potenziell eigentlich für Schwarz als Kampfwaffe natürlich. So, holländisch ist auch noch eine Sache und es geht sehr schnell, deshalb werde ich jetzt, die Zeit vergeht natürlich und ich werde jetzt ein bisschen schneller über die Varianten gehen. E6, C4 und D5 ist Stonewall, eine Steinmauer. Hier Schwarz möchte das Feld natürlich auf E4 sehr gut kontrollieren. Dann spielt er noch C6, das können wir noch sehen. Rochade, Läufer D6. E4 gut kontrolliert, aber jeder Zug hat Nachteile und diese beiden Züge F5 und D5 haben auch den Nachteil, dass logischerweise das Feld E5 und sonst die ganzen schwarzen Felder schwach wurden. Die Frage war früher, ob es gegen Holländisch auch Gambits geht. Ja, es gibt das. Man kann zum Beispiel E4 ziehen, ganz ambitioniert. Das ist kein richtiges Bauernopfer sozusagen. Nach E nimmt E4, Springer C3. Wird man den Bauern zurückgewinnen können mit Läufer G5. Eine ziemlich gefährliche Waffe für Weiß. Aber okay, wenn Schwarz gut vorbereitet ist, dann kann er das neutralisieren und eigentlich eine normale Stellung bekommen. Es gibt andere Opfer, wie G4 ist auch ein mögliches Gambit für Weiß, auch um E4 zu bekommen. Also man kann das spielen natürlich. Genauso, ich habe nur G3 gezeigt, weil das mit dem Fianchetto ist es die normale Variante. Springer F6, Läufer G2, man kann auch G6 spielen, also ein bisschen weniger Kontrolle über E4. Das ist die Leningrader Variante. Und dann Springer C3 zum Beispiel. Schwarz wird irgendwann versuchen, E5 vorzubereiten und Schwarz hat auch Angriffsideen. Die Holländisch ist ziemlich riskant, habe ich früher erwähnt, wenn man F5 im ersten Zug spielt, dann weiß man schon ungefähr, oder man versteht schon, welche Risiken es später im Mittelspiel bzw. vielleicht sogar im Endspiel kommen können. Die siebte Reihe ist geschwächt, die weißen Felder sind geschwächt um den König, also wenn im Mittelspiel oder im Endspiel ein Turm auf der siebten Reihe kommen sollte, dann muss man nicht F7 decken, sondern G7. Es ist alles weniger solid natürlich, aber ambitioniert, das wissen wir auch. So, ich hätte auch eine Partie zeigen wollen, aber jetzt kommen wir eigentlich zum letzten Komplex der Varianten, die um das Feld E4, um den Kampf des Felds E4. Und das ist Nimzo-Indisch, Damen-Indisch, Bogo-Indisch, C4, E6, Springer C3 und Läufer B4. Man hat es gesagt, es geht hier in diesen klassischen Varianten wirklich um diese Kontrolle E4. Das ist der Grund, wieso Schwarz Läufer B4 zieht und den Springer fesselt, der E4 auch kontrollieren möchte. Mit Läufer B4 zeigt sich Schwarz bereit, den Läufer zu geben für den Springer. Falls zum Beispiel A3, dann ist es klar, man nimmt auf C3 und logischerweise, man hat das Läuferpaar gegeben, dafür eine strukturelle Schwäche im weißen Lager verursacht. Doppelbauern.
Manchmal sind Doppelbauern kein richtiges Problem, manchmal kann es sogar eine Stärke sein, in gewissen Stellungen, aber in der Regel ist es nicht empfehlenswert, Doppelbauern zu haben. Sie tendieren zur Schwäche, das ist einfach so. Ja. Und A3 ist ganz gut möglich, das war auch ein Lieblingszug von Botvinnik, haben wir früher gesagt, der gerne dann mit F3 und E4 versucht hat, wieder um Raumvorteil zu kämpfen, um dieses Feld E4 zu kämpfen. Und es gibt die Möglichkeiten, so etwas zu machen. Ebenfalls, wenn Weiß jetzt ganz direkt um das Feld E4 kämpfen möchte, kann er auch F3 ziehen. Vielleicht das aggressivste System gegen Sinimsoindisch, F3, um E4 direkt zu haben. Und Schwarz hat verschiedene Möglichkeiten, dagegen zu kämpfen. Es gibt viele andere Züge für Weiß. Ich möchte nur vielleicht noch Dame C2 erwähnen. Und ja, Dame C2 hat Nachteile und Ideen natürlich. Die Idee ist, dass man dann A3 ziehen möchte und dann nicht mit dem Bauern auf C3 zurücknehmen. Also das Läuferpaar bekommen, ohne eine strukturelle Schwäche zu haben. Es gibt den Nachteil, dass die Dame zieht frühzeitig und auch dass D4 jetzt nicht mehr gedeckt ist, so dass Schwarz versuchen kann mit C5 zu spielen, direkt gegen den Nachteil zu spielen. Und oft werden diese zwei Bauern jetzt getauscht, den im C5, und die Partie geht weiter mit einer gewissen Bauernstruktur. Rochade ist auch möglich, dann okay, man kann E4 ziehen und Schwarz kämpft direkt gegen die Bauern mit D5. Und Springer E4. Und das ist ein schwieriger Kampf. Das Zentrum ist ein bisschen zu. A3 ist aber der Hauptzug und jetzt nimmt man. Und ich habe es vorher erwähnt, der Nachteil für Weiß hier, die Dame hat bereits zweimal gezogen in den 6 ersten Zügen. Um ein gewisses Ziel natürlich, aber natürlich mit dem Problem, dass diese Dame später exponiert sein kann. Und ich zeige nur die Eröffnung von der Partie Lotier gegen Karpov aus Linares. Eine Partie, die ich zum Nachspielen, wir können sie leider aus Zeitgründen nicht bis zum Ende zeigen. Aber die Eröffnung wird dann ziemlich interessant sein und zeigen, wie Schwarz hier spielen möchte. Zuerst D6, Springer BD7. Alle Figuren entwickelt. Jetzt muss man sich noch fragen, wie wird man mit den Türmen vorankommen. Welchen Plan kann man haben hier? Weiß spielt F3 und Läufer D3, also F3 natürlich, damit Läufer im G2 nicht kommen kann. Und hier C5. Und man beginnt zu verstehen, was Schwarz hier möchte. Springer E2, Turm C8. Und diese Dame auf C3 steht jetzt auf der gleichen Linie wie der Turm, beziehungsweise Schwarz hat das so organisiert, dass jetzt sich die Dame nicht mehr so gut fühlt. Stelle man sich vor, Schwarz hat noch einen zweiten Zug und spielt D5, plötzlich gibt es Spannung, Linienöffnungen sind möglich und die Dame kann irgendwo angegriffen werden. Deshalb spielte Lotier Dame B3, ging aus der Linie weg, H6, Läufer H4, C nimmt D4, E nimmt D4, und D5. Und jetzt wieder, falls C nimmt D5, habe ich nicht hier gezeigt, aber Läufer nimmt D5, gewinnt ein weiteres Tempo auf die Dame. Die Rochade ist vielleicht vorzuziehen, dann kann man diese Bauernstruktur haben, isolierter Bauer, nicht die typischste Art und Weise für Weiß. Schwarz steht völlig in Ordnung hier. Lotier spielte ambitioniert C5. Und hier logischer Zug von Schwarz, vielleicht objektiv der beste Zug wäre E5 gewesen, die Zentrumstellung aufzumachen, weil der König steht noch auf E1 und Weiß hat auch natürlich diesen schwachen Bauern oder anfälligen Bauern auf C5. Er hat aber Läufer A8 gezogen, entfesseln den Bauern B6, möchte auf C5 schlagen. Vielleicht war es vernünftiger hier auf B6 zu schlagen, aber Schwarz steht hier ziemlich befriedigend. Es folgt der Läufer A6
Turm C7 und hier hätte Weiß auf B6 nehmen sollen. Stattdessen spielt er Läufer G3. Das gewinnt die Qualität, beziehungsweise nach Turm C6 kann Weiß vielleicht Läufer B5 ziehen und dann Züge wiederholen. Ich weiß nicht, ob Lothier Remis machen wollte. Auf jeden Fall, Karpov spielte hier nicht mit dem Turm, sondern opferte die Qualität mit D nimmt C5. Läufer nimmt C7, Dame nimmt C7. Und es gibt Probleme. Jetzt droht man Dame A5 Schach. Aber die Rochade ist auch nicht ganz einfach zu realisieren, denn nach C4, zum Beispiel Rochade, nach C4 kommt der Läufer nicht mehr zurück und er könnte bald verloren gehen. Deshalb Dame C3, um jetzt vielleicht einen Weg für den Läufer frei zu machen, falls C4. Karpov spielte E5. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt typisch Nimso-Indisch, aber es kann passieren, wenn Weiß wirklich Zugeständnisse macht, wie diese mehreren Damenzüge in der Eröffnung, dann kann man dagegen spielen und plötzlich jetzt hat Schwarz die Initiative ganz klar für sich oder an sich gerissen. Im Damenindisch oder Bogo-Indisch kämpft man genauso um das Feld E4, Springer F3. Jetzt kann man also Bogo-Indisch mit Läufer B4 etwas weniger effektiv als Nimso-Indisch, denn hier wird nichts gefesselt, sozusagen nur Schach gegeben. Aber und Damenindisch B6. Auch hier möchte man zum Beispiel nach G3, Läufer B7 direkt um das Feld E4 kämpfen. A3 ist übrigens ein kluger Zug von, also nicht von Tigran Petrosyan, das heißt, das ist die Petrosyan-Variante, den hat er nicht erfunden, aber hat sie ziemlich angewandt. Die Idee von diesem bescheidenen Zug ist es, B4 zu kontrollieren und nach Springer C3 keine Fesselung mit Läufer B4 zu erlauben. Somit hat Weiß Ambitionen, vielleicht auf D5, E4 und so weiter, sodass Schwarz in der Regel selbst D5 zieht. Und es geht jetzt wieder so in Bauernstrukturen zurück, die dem Damengambit, abgelehnten Damengambit, ähneln. Ich würde gerne hier Partien zeigen, aber wir müssen aus Zeitgründen ganz klar jetzt zu der zweiten Kategorie. Die ist zum Glück etwas kürzer, wegen weniger Varianten. In anderen grundsätzlichen Plan von Schwarz, der eigentlich sagt, ich habe nichts dagegen, wenn Weiß das Zentrum jetzt mit seinen Bauern besetzt. Und größter Vertreter, der beste Vertreter dieser Strategie für Schwarz ist Königsindisch. E4. Weiß hat viele Varianten gegen Königsindisch schon vorher oder hier im fünften Zug, zum Beispiel vier Bauern Angriff, also der schöne Bauernzentrum, aber Schwarz kann dagegen gut kämpfen. Auch die semische Variante mit F3 ist möglich, E4 schön zu befestigen. Was will aber Schwarz im Königsindisch wirklich erreichen? Nun, indem er das Zentrum vorübergehend aufgibt, möchte er dann in der Regel mit dem Zug E5 dagegen kämpfen. Es sind dann verschiedene Bauernstrukturen möglich. Die Frage natürlich, ob Weiß den Bauern auf D4 stehen lässt, das heißt nehmen lässt mit E nimmt D4, das wäre eine typische Bauernstruktur. Eine andere Möglichkeit ist, wenn Weiß auf E5 nimmt, hat man eine symmetrische Bauernstellung sozusagen, nicht besonders ambitioniert für Weiß, aber völlig möglich natürlich. Oder ob er nach der Rochade und jetzt Springer C6, und das ist ungefähr das, was Schwarz erzwingen möchte, dass Weiß das Zentrum zumacht mit D5. Und nachdem diese Spannung jetzt aufgegeben wurde und entlöst wurde, aufgelöst vielleicht ist präziser, dann kann Schwarz, weil das Zentrum zu ist, das Spiel oder sein Spiel auf den Königsflügel verlagern und dort angreifen. Also der Springer zieht und Schwarz wird den Springer F6 ziehen und dann F5 ziehen.
Weiß wird am Damenflügel. Ich habe hier, und das wird das wohl das letzte Beispiel für heute sein, weil wir schon die 2 Stunden ungefähr überschritten haben, aber das ist nicht so schlimm. Von mir aus können wir noch ein bisschen weiter sprechen. Mit dieser fantastischen Partie Vtáčnik gegen Svitan aus der Bundesliga 97, da haben Sie die beiden Kontrahenten auf dem Bild, links Vtáčnik und rechts Onyen Svitan, der in der Schweiz sehr gut bekannt ist. Er wohnte eine Weile in Basel und spielte auch für Basel lange Zeit. Er spielt immer noch jetzt in der SMM für Rien, also eine bekannte Figur natürlich auf der Schweizer Schachszene. Svitan wurde übrigens Juniorenweltmeister anfangs 80er, 81, wenn ich mich nicht täusche. Und er gewann, er war ein großer Spezialist, ein großer Liebhaber von Königsindisch. Und da gewinnt er gegen Vtáčnik eine unglaubliche Partie. Oder besser gesagt, mit einer unglaublichen Kombination am Ende. Springer D2, Springer E8, also plangemäß F5, C5. Weiß kommt auch auf seinem Flügel. Springer F6, F3. Und F4. Kampfansage, man schließt weiterhin die Stellung. Man sieht hier Bauernketten. Übrigens, Bauernketten wird ein Thema sein von einer anderen Masterclass. Springer C4, G5, A4, Springer G6, Läufer A3. Beide, Sie sehen das, Weiß spielt am Damenflügel, Schwarz exklusiv am Königsflügel. B5. D nimmt C5, Läufer nimmt C5, H5, man will angreifen, G4 kommt, B6, aber Weiß ist ein bisschen früher da. Der Unterschied zwischen dem weißen Angriff und dem schwarzen Angriff ist es, ja, Weiß ist ein bisschen früher da, aber für Schwarz ist das Ziel der König. Und auf den König geht Svitan los, G3. König H1. Nun, das Hauptproblem normalerweise, wenn man H3 spielt, es wird irgendein Opfer kommen mit Springer H4 und dann entweder auf H3 oder auf G2. Explosion auf dem Königsflügel und vielleicht irgendwann bald matt. Er spielt der König H1, das ist besser. Springer H7 macht den Weg frei für die Dame. D6, Dame H5. Jetzt ist Weiß erzwungen, den Läufer nach G1 zurückzuziehen. Aber diese Verteidigung ist eigentlich ganz genug. Und hier Läufer H3. Starker Angriffsversuch, den Weiß nicht wahrgenommen hat. Er konnte hier mit G nimmt H3 Vorteil bekommen. Jetzt Dame nimmt H3, droht G2 matt. Überraschend. Hier muss Weiß den Turm geben. Aber er hat schon eine Figur vorher genommen, das heißt, er hat hier eine Qualität weniger. Der schwarze Angriff wurde jetzt gebremst, extrem gebremst. Und Weiß behält alle Trümpfe hier am Damenflügel und steht besser, ohne in Details zu gehen. Jetzt sieht man eigentlich, was wird passieren nach B nimmt C7. Das wird meine letzte Frage sein. Heute schachliche Frage natürlich. Schwarz am Zug setzt matt. Forciertes Matt für Schwarz. Das ist eine berühmte Kombination. Vielleicht haben Sie das schon gesehen. Aber wenn nicht, dann lasse ich Ihnen einige Sekunden Zeit. Aha, wieder David und Celia Berset mit Läufer nimmt G2 Schach. Das ist der erste Zug der Kombination. Sehr gut. Aber wie geht es weiter nach König nimmt G2? Es ist forciert matt. Man könnte Springer G5 ziehen, das wäre stark, aber nicht forciert matt. Hier gibt es
Wunderschönes. Ja, Dame H3, genau gesehen. Dame H3, Damenopfer schlägt hier und jetzt kommt es zur schönen Variante Springer G5 Schach. Ja, Peter Wies hat Unruhe, Rudi Stechlin auch, haben das alle gesehen. Der König muss zurück. Springer H4 Schach. Und hier gab Ftatschnik auf. Er hätte sich das schöne Mattbild zeigen können mit G2. Wunderschön am Ende. Und so schnell kann es gehen im Königsindisch. Das Ziel ist wichtiger bei Schwarz. Und das ist eigentlich die Kampfanlage. Wenn man Königsindisch spielt, dann ist man implizit bereit, mit geschlossenen Bauernstrukturen zu spielen, Bauernketten zu spielen, beziehungsweise mit gewissen anderen Strukturen, die auch vorkommen können. Das ist eine Wahl, die man natürlich freiwillig nimmt, wenn man das spielt. Es gibt auch Benoni natürlich, das habe ich früher erwähnt, wo man das Zentrum sehr schnell aufgibt. Also wie Sie das sehen jetzt, hat Weiß E4 problemlos bekommen können. Schwarz aber spielt Läufer G7, also Weiß muss auch ziehen, Springer F3, Läufer G7, man entwickelt sich, okay, ich spiele einige Züge so, man entwickelt sich logisch. Schwarz setzt ein bisschen Druck auf E4. Es gab einige, ich glaube, der größte Vertreter der Benoni-Variante oder Benoni-Eröffnung in der Geschichte war Michael Tal. Er war früherer Weltmeister und ich werde auch meine letzte Masterclass allein am letzten Montag in 5 Wochen über ihn haben. Und er war wirklich ein großer Liebhaber von Benoni, hat das mehrmals gespielt, auch in seinen Wettkämpfen gegen Botvinnik. Aber war nicht der Einzige, auch Bobby Fischer spielte Benoni ab und zu. Und natürlich in der Schweiz kennen wir Richard Forster, ein großer Liebhaber auch von Benoni. Auch Florian Jenny hat das am Ende seiner Schachkarriere gespielt. Und Schwarz hat aktives Spiel, aber er nimmt natürlich Risiko auf sich. Ich habe auch noch über die Grünfeldverteidigung zu erzählen. Habe ich gerade am Anfang gemacht, aber Grünfeldverteidigung ist auch eine Variante, wo Schwarz ganz klar sagt, ich gebe das Zentrum meinem Gegner, möchte es, das Zentrum, gerne angreifen im späteren Stadium und im frühen Stadium des Mittelspiels haben. Es gibt 10 im D5, es gibt auch Springer F3 und Dame B3, wo man spielen kann. Hier bekommt Weiß ungestört sein Bauernzentrum, ein Duo E4, D4, nicht aber ohne Zugeständnisse, nämlich dass die Dame wieder etwas früh gezogen hat, schon zweimal, um diesen Bauern C4 zurückzuschlagen. Und dank dieser exponierten Lage der Dame kann Schwarz jetzt ein bisschen Zeit gewinnen für seine Entwicklung, für sein Gegenspiel. Das ist eine der möglichen Varianten. Auch 10 im D5, das ist die andere grundsätzliche Möglichkeit für Weiß, wenn er gegen Grünfeld spielt, also schlagen und E4. Da gibt es natürlich viele verschiedene Varianten, die Weiß dann zur Verfügung hat. Worauf spielt eigentlich Schwarz hier, wenn er das Zentrum so schön aufgibt? Nun, er möchte mit dem Läufer G7 natürlich Druck auf dieser Diagonale ausüben. In Verbindung mit C5, anderen Zügen wie Springer C6 und wenn Weiß zum Beispiel Springer F3 zieht, dann kommt auch noch die Fesselung mit Läufer G4 in Frage später. Also Druck auf D4, um vielleicht mal D4, D5 zu provozieren, damit dann dieser Läufer hier ganz stark wirken kann auf der Diagonale. Das ist eine komplizierte Eröffnung mit heutzutage vor allem viel theoretischem Material. Man muss viel kennen. Heutzutage die größten Vertreter, die bekanntesten Vertreter von Grünfeld sind natürlich Maxim Vachier-Lagrave. Er spielt das die ganze Zeit, aber auch andere Spieler, Nepomniachtchi, Carlsen hat das auch ab und zu gespielt, Caruana. Fast jeder
hat mindestens das eine oder andere Mal Grünfeld gespielt in der Geschichte. Bobby Fischer, das war eine seiner zwei Lieblingseröffnungen gegen D4 zusammen mit Königsindisch. Also wie Sie sehen, Bobby Fischer eher in den Systemen, die dem Gegner das Zentrum geben, um dann auf Angriff, Gegenangriff spielen zu können. Fischer und dann natürlich Kasparov. Kasparov hat Grünfeld auch sehr gerne gehabt. Ja, ich weiß, die Zeit vergeht, aber ich möchte trotzdem sehr kurz seine als letzte Partie, diese Beliavsky gegen Kasparov, Belfort 88, ganz kurz zeigen. Das ist eben diese Variante, die wir früher besprochen haben, wo Weiß frühzeitig die Dame nach draußen bringt. Im siebten Zug gibt es viele Züge für Weiß, für Schwarz. Springer A6, die Prinz-Variante, oft von Kasparov bevorzugt. Wenn er Springer A6 und C5 spielt, dann möchte er diese Bauernstruktur bekommen. Oh, schade, und jetzt ihn im D5 und dann gegen den Bauern spielen, den Läufer zum Beispiel entwickeln auf F5, das hat er mehrmals gespielt. Gut, Beliavsky in dieser Partie entschied sich für Läufer G5. Und ich behalte ein Auge auf den Chat. Nur, ich sehe eine Frage von Matthias Lobmeier. Danke. Welches ist das universellste gleichzeitig offensive System für Schwarz gegen D4, um das Eröffnungsstudium zu minimieren? Das ist fast eine philosophische Frage, denn eigentlich kann man jede Eröffnung spielen. Es kommt ein bisschen darauf an, wo Sie stehen in Ihrem Niveau. Je stärker, desto größer die Kenntnisse. Das ist logisch. Je stärker der Gegner, je größer der Widerstand von Weiß, desto wichtiger die Eröffnungskenntnisse. Das ist unausweichlich, da können Sie nicht ohne, das ist klar. Wenn ich jetzt etwas, also die Frage ist universell offensiv, aber ohne zu viel Eröffnungskenntnisse, heutzutage nicht so einfach. Ich würde sagen, es gibt einige Eröffnungen, die eher konkret sind. Gleichzeitig aggressiv, aber auch konkret sind. Das sind zum Beispiel Grünfeld, Königsindisch. Es sind eher Eröffnungen, wo man ein Zugeständnis macht, also zum Beispiel das Zentrum geben. Und deshalb muss man das ein bisschen konkret man muss das konkret kämpfen, darum kämpfen. Und deshalb sind Kenntnisse eher verlangt. Im Nimzo-Indisch oder Damen-Indisch zum Beispiel, das kann man natürlich auch aggressiv spielen, aber rein von der Natur her ist das eher positionell. Es sind aber weniger Kenntnisse nötig. Ist auch natürlich, je stärker man wird, desto größer die Kenntnisse. Aber da kann man eher mit allgemeinen Ideen rauskommen. Vielleicht Benoni ist gleichzeitig aggressiv, aber heutzutage vielleicht nicht ausanalysiert, aber es hat auch gewisse Nachteile in sich. Also eine schwierige Frage, nicht einfach wirklich zu beantworten. Marc Kram, vielen Dank auch für den Vorschlag, holländisch Stonewall. Das ist auch so, ja, aber eben wieder, wenn Sie einen starken Gegner vor Ihnen haben, dann wird er wissen, wie Weiß nicht so einfach unter einem Angriff kommen kann. Und dann wird der Kampf eher positionell sein. Ja? Weiß kämpft um die schwarzen Felder, Schwarz um die weißen Felder. Also das kann auch sehr schnell zum positionellen Kampf oder Auseinandersetzung kommen. Damen Gambit Tartakova von Spiele.ca.ag. Damen Gambit ist auch ziemlich solide, aber wie ich das früher erklärt habe mit der
Partie von Kasparov. Es ist eher eine Frage der Einstellung oder des persönlichen Stils, ob man eine gewisse Eröffnung aggressiv oder eher rückhaltend interpretieren möchte oder spielen möchte. Genauso wie königsindisch kann man auch nicht zu aggressiv spielen, sondern eher positionell, wie einige Schweizer. Ja? Diese Läufer G4-Variante, eine typische Schweizer Variante, die ist eher positionell. Da spielt Schwarz nicht unbedingt auf Angriff. Das gleiche wie mit dem Damen-Gambit. Oder nimmt so indisch oder Damenindisch. Das kann man auch ziemlich aggressiv spielen. Es gibt Varianten, die das erlauben. Auch wenn die Natur, rein von der Natur her der Variante, ist das nicht unbedingt der Fall. Also eben, es ist schwierig, das wirklich zu sagen. Zum Glück auch ist Schach ein bisschen komplizierter als das, dass man so einfach klassifizieren kann und sagen, diese Eröffnung ist nur aggressiv und diese Eröffnung ist nur solid. Das ist nicht so einfach. Es ist eher eine Frage, wie man sie spielt, wie man sie behandelt. Aber es gibt natürlich Grundlagen, die eher sagen, okay, diese Variante ist eher kompliziert, eher auf Kampfansage, jener ist eher solid. Aber dann kann man noch ziemlich selbst das eigene etwas bringen. So, jetzt noch schnell diese Partie. Beliavsky rochierte. Turm nimmt D5, also er will nicht mit E nimmt D5. Dame B6, Läufer nimmt F6, Dame nimmt F6. Er muss jetzt B2 decken, also E5, Dame F5, Läufer D3. Die Dame muss zurück, aber die richtige Debatte in dieser Partie ist, wessen König ist schwächer. Und nach Turm D1, so schablonenhafter Zug, kommt Schwarz zum Angriff. Und in den Händen von Kasparov natürlich ist das immer eine gefährliche Sache. B5, ganz stark gespielt. Man darf nicht schlagen wegen Springer C7 Gabel. Dame H4, Springer B4 und tja, die Sache sieht schon nicht so toll aus für Weiß, aber ich denke, dass Beliavsky im Voraus gesehen hatte, dass er hier die Figur opfern wollte auf G6. Man muss FG zurückschlagen und Turm D7. Und dabei hat er wahrscheinlich eine Ressource von Schwarz übersehen. Also nicht Dame E8 wahrscheinlich, sondern nach Turm E7 jetzt den Zwischenzug, Zwischenschach von Kasparov, Läufer H6. Man darf nicht schlagen auf H6 natürlich, weil E7 hängt. Also König B1 und jetzt wieder Zwischenzug Turm D8. Es droht Turm im D1 und Rundreihe ist der König matt. Turm D6, Dame C6, noch eine super Ressource von Kasparov. Eigentlich ist das eher Schwarz, der Angriff hat. Falls Dame nimmt H6, Dame E4 führt zum Matt. Und A3, es kam jetzt Turm nimmt D6, Dame nimmt D6. Schwarz gibt die Figur zurück, aber steht jetzt auf Gewinn. Dame E4, B3, der weiße König in Bedrängnis. Und hier noch nach diesem Schach und Läufer F8 gab Beliavsky auf. So, ja, schwierig irgendwie diese ganzen Eröffnungen zu überflügeln. Man bräuchte eigentlich viel mehr Zeit. Und ich behalte ein Auge auf den Chat. Die richtige, also jetzt auf Englisch von David und Celia Berse, die richtige Antwort. Ja, es ist eine Frage vom Charakter. Und ja, das finde ich richtig. Ja, jetzt auf Englisch, every person will find a defense that he likes, but the same defense does not fit to another person. Find your defense playing different ones. Ja, das müssen sie eigentlich tun. Ja, das ist eine Sache vom Charakter, von der Persönlichkeit fast, ob sie gerne angreifen oder lieber rückhaltender spielen möchten.
eine Frage von der Persönlichkeit, vom Charakter. Und Kramnik sagte ja, dass Schach eigentlich dem Charakter der Person wieder oder des Spielers widerspiegelt. Und das ist auch richtig. Und es ist auch der Grund, wieso Schach so interessant ist. Es ist nicht nur so ein kleines Spiel mit Würfeln, wo man ein bisschen die Bauern, also alles ist berechenbar. Im Schach ist nicht alles berechenbar. Und natürlich, das ist ein Teil des Spiels, man muss Varianten rechnen. Es gibt einen objektiven Teil des Spiels, aber auch einen subjektiven Teil. Und das ist alles die Schönheit und der Grund, wieso es auch so schwierig ist. Jeder soll entscheiden, was für ihn oder für sie passt. Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, dass die Eröffnung muss eigentlich eher vom Mittelspiel kommen. Welche Art Stellungen mögen Sie? Welchen Charakter des Kampfes mögen Sie? Eher aggressiv, eher defensiv? Welche Bauernstrukturen haben Sie lieber? Und von dem her können Sie Ihre Eröffnungen, Ihr Eröffnungsrepertoire bestimmen. Und somit ist es logisch. Ein Beispiel: Der Großmeister Wolfgang Ullmann aus früheren DDR, jetzt aus Deutschland, er ist jetzt alt, 80 oder sowas, er spielte mit Schwarz Französisch gegen E4 und gegen D4 hauptsächlich Königsindisch. Das sind typische Eröffnungen, wo man Bauernketten bekommt oder bekommen kann, sehr leicht bekommen kann. Also in Französisch, das kann ich gerne jetzt zeigen, Französisch E4, E6, D4, D5, eine Einladung eigentlich zu E5. Ich muss nicht das sofort spielen, aber oft kommt es zu dieser Bauernstruktur, früher oder später. Die Bauernketten sind klar, die Bauern sind blockiert, es gibt Bauernketten. Jetzt, Königsindisch haben wir besprochen, haben wir gesehen bei der Zwitternpartie, Bauernketten, also geschlossene Strukturen. Mit Weiß, wie spielte Ullmann? Er spielt nicht nur natürlich, er war ein Spieler von C4 vor allem. Er spielt auch D4 oder Springer F3, aber C4. Das ist C4, die englische Eröffnung. Ganz gerne bekam er dann auch geschlossene Strukturen oder Strukturen, die eher geschlossenen Charakter haben. Also sein ganzes Repertoire war konsequent gemacht für eine Art Stellung. Er war natürlich ein toller Großmeister, er war universell, aber er wusste, was er am liebsten hatte. Und er ging auf diese Varianten, konsequent und logisch. Und dasselbe bei Botvinnik, man hat das ein bisschen gesagt, ja, Er war eher ein dynamischer Spieler von der Eröffnung her, also mit Ideen auf Bauernstruktur, was er möchte und wie er dann die Figuren, das war alles ziemlich konsequent auch gedacht und so weiter und so fort. Und auch heutzutage können Sie bei den Spielern oft Charakterzüge erkennen. Maxim Vachier-Lagraf zum Beispiel ist ein aggressiver Spieler, ein sehr konkreter Spieler. Seine Eröffnungen mit Schwarz, fast exklusiv Neidorf gegen E4 und Grünfeld gegen D4. Also Eröffnungen, die sehr auf die konkrete Vorbereitung basieren, aber auch auf dynamischen Spielen, wirklich die Dynamik zählt. Das Spiel um die Initiative. Mit Weiß, er spielt E4, ist auch ein ziemlich aggressiver Spieler, auch wenn das nicht immer klappt, aber er ist konsequent. Und viele Spieler, es gibt Spieler, die viel versatiler sind, ob es dieses Wort gibt, also so, sie können mehr wechseln von einer Eröffnung zur anderen. Heutzutage ist das natürlich auch ziemlich wichtig. Aber als Fazit eigentlich kann ich nur empfehlen und wärmstens empfehlen, dass Sie sich zuerst eben fragen, was bin ich für ein Spieler? Welcher Typ von Spieler bin ich und welche Eröffnungen soll ich dann entsprechend wählen? Vielleicht können wir eine kleine Umfrage noch machen im Chat, bevor wir
Schluss machen, fast 2,5 Stunden erster Klasse. Ja, das, ich hoffe, Sie sind nicht zu müde. Ich habe so viel gesprochen. Aber kleine Umfrage machen unter den Anwesenden hier. Welche Eröffnung spielen Sie am liebsten gegen D4? Beziehungsweise sind Sie auch ein D4-Spieler mit Weiß? Und was sind Ihre Lieblingsvarianten zum Beispiel? David und Celia Berce erwähnen noch Morozevic als Topspieler, der einmal D4, D5, C4, E5 gespielt hat, nicht nur einmal, sondern einige Male. Diese Albin gegen Gambit, wenn ich mich nicht täusche, und Matthias Lohmeier, Benko Gambit. Das ist eine ganz, ganz interessante Eröffnung. Benko Gambit, ein Bauernopfer. Übrigens, in der Schweiz gibt es Bert Züger, ja, internationaler Meister. Er spielt heutzutage sehr wenig, trainiert einige Jugendlichen. Und er ist selbst ein Liebhaber vom Volga Gambit, immer noch auf so einem hohen Niveau. Und das entspricht seinem Stil. Er mag gerne Initiative, Dynamik. Er hat das gedacht. Wieso will er Benko Gambit oder Volga Gambit spielen? Weil er gerne angreift, weil er gerne aggressiv spielen möchte. Und das entspricht eben seinem Stil. Es gibt Holländisch für Mark Kram. Rudi Stechling ist immer noch auf der Suche nach der richtigen. Das ist, wieso nicht? Ja? Man kann probieren. Viktor Kortschnoi sagte zum Beispiel, dass es ist natürlich wichtig, seine Eröffnungen zu kennen, aber wenn man immer nur dieselben Eröffnungen spielt, bleibt man sozusagen in einem Kreis stecken, wo man immer dieselben Stellungstypen spielt und als jetzt universeller Spieler nicht hinauswächst. Man soll versuchen zu wachsen, zu lernen, indem man neue Eröffnungen studiert und dann anwendet. Und man lernt dadurch insgesamt Schach und man verbessert sein Schachverständnis, sein Spielverständnis damit. Natürlich, Kortschnoi selbst hat mehrere Eröffnungen versucht gegen D4, hat viel Grünfeld gespielt, er war auch ein Klassiker mit Nimzo, Damenindisch. Er hat, okay, Damengambit auch ein bisschen gespielt, aber das Grünfeld war auch eine Liebe von ihm. Und mit Weiß war er auch ein D4-Spieler und er hasste Königsindisch, er wollte Königsindisch unbedingt schlagen, er hielt die Eröffnung für schlecht aus irgendeinem Grund. Und, aber mit solchen Gefühlen ging er zu den Varianten und versuchte sie irgendwie die Essenz der Eröffnungen zu verstehen und dagegen zu gehen. Ich glaube, dass auf solche Beispiele kann man die Masterclass eigentlich beenden. Ich hoffe, dass Sie durch diese Erklärungen ein bisschen besser verstehen, was Weiß und Schwarz eigentlich will in den allerersten Zügen der Partie. Denn dadurch bekommt man dann eine gute Ausgangslage für das Mittelspiel. Das ist extrem wichtig. Nun, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit für diese ganzen 2,5 Stunden. Vielen Dank auch für die Hartnäckigkeit, dass Sie bis zum Ende mitgemacht haben. Und wir sehen uns am Freitag bei einer ganz speziellen Masterclass mit Spezialgast Judith Polgar. Bis bald und gute Nacht.